Klartraum als Hörbuch, Teil 3. Schwarmintelligenz, Auftakt. Weiß es eine Ameise, wissen es alle Ameisen nebenan. Schwarmintelligenz ist Vogelschwarm, Fischschwarm, Pilzorganismus, Wald, verbunden als Einheit. Schwarmintelligenz erfasst Wissen, auf das manche Spezies natürlicherweise Zugriff haben. Wissen, das weder gelehrt noch abgeschaut wurde. Schwarmintelligenz verstehen. Wenn sich der Mensch weiterentwickeln will, wird er sich mit den Mücken anfreunden müssen. Stechmücken sind wie Bienen. Ihr Nektar ist Blut. Stell ihnen Zuckerwasser hin und sie sind nicht so hungrig. Ausrotten bringt wenig, die sind da draußen statistisch gleich verteilt. Insekten und der Mensch sind die einzigen zwei Spezies, die quasi auf diesem Planeten übrig sind. Die anderen freilebenden Tiere verzeichnen schwindende Populationen. Das Insekt ist dem Menschen um 300 Millionen Jahre Entwicklung voraus. DMT and the Insect. In DMT-Erfahrungsberichten tauchen manchmal Insekten auf. Ein Grund ist zu erforschen. In den 70ern gab es einen umfangreichen Dokumentarfilm über die Evolution der Insekten als Kinofilm. The Hellstrom Chronicles. Für die radikalen Aussagen wurden die Forscher belächelt. Der Film erschließt, wofür wir blind waren. Der fiktionale PhD Dr. Hellstrom gibt reflektierte und gewagte Einsichten in das Reich der Insekten. Er prognostiziert das Insekt als möglicherweise einzige Überlebenden des Planeten, aufgrund seiner Effizienz. Schockierend, wunderschön, brillant, sinnlich, tödlich. Das Insekt. Mensch und Insekt. Es folgen Zitate aus der Doku Die Hellström-Chroniken. Mit 300 Millionen Jahren Vorsprung zum Menschen beginnt das Insekt seine Kräfte zu entwickeln. Es beherrscht die Erde und nutzt seine Herrschaft gut aus. Mit jeder neuen Generation entstehen neue Experimente in Form und Funktion. Als ob der grenzenlosen Fantasie eines Wahnsinnigen entsprungen. Das Insekt und seine Umwelt wurde eins. Ohne die Last des Intellekts, der Emotionen oder der individuellen Identität wurde diesen Kreaturen etwas gegeben, was wir nicht kannten. Das Wissen, dass sie zusammenarbeiten müssen, um die kaum fassbare Illusion zu erschaffen. Die perfekte Gesellschaft. Die Ernteameise, The Harvester Ant, unternahm den ersten primitiven Schritt Richtung Landwirtschaft und sammelte Samen während Perioden des Überflusses zur Lagerung im Boden, wo sie der Kolonie Nahrung für die Monate der Dürre zur Verfügung stellen würden. Verglichen mit dem Menschen müssen wir zugeben, dass das Insekt nicht gerade unter das fällt, was wir als Intelligenz beschreiben können. Aber sei nicht stolz darauf. Denn wo es keine Intelligenz gibt, da gibt es auch keine Dummheit. Im Kampf gegen das Insekt haben wir uns umgebracht, unser Wasser verschmutzt, unsere Tierwelt vergiftet, haben unser eigenes Fleisch mit tödlichen Toxinen durchdrungen. Das Insekt wird immun und wir sind vergiftet. Im Kampf gegen den überlegenen Intellekt haben wir uns selbst schachmatt gesetzt. Der lebende Prototyp des Computers wurde von der Natur selbst entworfen. Lange vor dem Menschen. Der Termitenhügel. Eins der ersten Experimente über soziale Ordnung. Durch die versteckten Tunnel übertragen sich 1000 winzige Teilchen mit Informationen. Sie organisieren sich in eine Form einer unbestreitbaren Logik. Sie züchten winzige Pilze, um eine nie endende Versorgung mit Lebensmitteln zu liefern. Sein Gehirn ist ohne auswertbare Leistung. Es hat keine Kapazität, um zu zögern, bevor es reagiert. Ohne die Last des Menschen, Emotionen in das einzubringen, was es sieht, reagiert das Insekt augenblicklich, ohne Bedauern, ohne Rücksicht auf irgendeinen außer sich selbst. Ein primitiver Computer, der in der Lage ist,
instant auf einen umgelegten Schalter zu reagieren. Sie kommen in diese Welt mit allen Kenntnissen, die sie für ein ganzes Leben brauchen. Keiner wird sie lehren, keiner wird ihnen Schutz geben. Programmiert von der Geburt bis zum Tod hat jedes die Gesamtsumme von 300 Millionen Jahre Erfahrung geerbt. Es kann ein Objekt tragen, das 100-mal schwerer ist, mit Sprung 50-mal so weit wie ihre Körperlänge erreichen. Als die Raubtiere kamen, war es nirgendwo zu finden. Das Insekt würde auf dem Körper des Verfolgers klettern, während eben jener nach seiner Beute sucht. So artistisch seine Methoden der Täuschung. Von den Milliarden Lebewesen auf der Erde fühlt sich nur der Mensch als überlegene Spezies. Seine Fragen führen zu Qualen, denn er kann nicht akzeptieren, wie es die Insekten tun. Der Sinn des Lebens ist nur das Leben selbst. Heutzutage, wo die meisten Lebewesen an Population verlieren, sind nur zwei definitiv auf dem Vormarsch: der Mensch und das Insekt. Der Mensch, weil er der Einzige mit der Fähigkeit ist, den Planeten grundlegend zu verändern. Das Insekt, weil es die einzige Kreatur ist, die sich an alle Veränderungen, die der Mensch machen kann, anpassen kann. Das Insekt wird mit der Fähigkeit geboren, seinen eigenen Körper zu verbessern. Wenn es die Grenzen seiner Fähigkeiten erreicht, verwandelt es sich in ein völlig neues Wesen. Der zauberhafte Prozess der Metamorphose. Zitat Ende aus dem Film Die Hellström-Chroniken. Metamorphose Schmetterling. Die Raupe wird zum Schmetterling, sobald die Schmetterlingszellen eine kritische Masse erreichen und sich in Clustern vernetzen. Vorher wurde jede Generation der Schmetterlingszellen noch vom Immunsystem der Raupe zerstört. Knockout Fear. Mit einer der ältesten Seelen, die ich kenne. Sommerabend 2012 im Park. Überall Moskitos. Er freut sich darüber und sagt, ihr habt auch noch Hunger. Und lädt sie ein zu essen. Während des Abends trinken Dutzende Blutsauger an ihm. Ich bekomme nur 3 Moskitos ab. Ohne Spuren. Du bist mit ihnen verbunden. Sie hinterlassen das juckende Gift nur, wenn sie Aggression spüren. Als wir heimgehen, sehe ich nicht eine geschwollene Stelle auf seiner Haut. Voll krass. Heuschrecken werden vom Individuum zur millionenfachen Einheit. Einfach nur, wenn sich eine kritische Anzahl von ihnen trifft. Dann produzieren sie Serotonin, einen Neurotransmitter, Tryptamin, ein Botenstoff, der auch ein Nebeneffekt von DMT sowie 5-Meo-DMT ist. Jetzt zähl 1 und 1 zusammen. Rising up like a phoenix from the fire. Nature tells. Ameisen verhalten sich wie Festkörper und Flüssigkeiten. Das nennt man Ameisenballphysik. Gib Ant-Ball Physics in YouTube ein. Feuerameisen bilden Federball, bauen Brücken, sind eine resiliente, intelligente Microbot-Einheit. Microbot-Schwarmintelligenz wurde im Disney-Pixar-Animationsfilm Baymax erfasst. Der DMT-Raum ebenso. Hast du dich je gefragt, wie David Goliath schlug? Wie das Insekt hatte er keine Angst zu sterben. Dr. Hellström. Consciousness ist Schwarmintelligenz. Der größte Teil der Biomasse auf der Erde besteht aus symbiotischen Systemen. Die weitaus überwiegende Zahl an Mikroorganismen in der Natur lebt in Form von Biofilmen. Aus Wiki. Schwarmintelligenz, Biofilm, Körper. Die Biofilmschichten deines Körpers sind auch Schwarmintelligenz. Dein Körper hing bisher nur passiv an dir dran, war auf Energie und Wärme von außen angewiesen. Beides kannst du aktiv ansteuern. Lernen, kein Baby mehr zu sein, das Wärme, Futter und Schutz braucht. Wir bräuchten nicht mal Hirn. Die Tatsache, dass die Qualle über 600 Millionen Jahre schon existiert, ohne sowas wie ein Hirn zu haben,
gibt Hoffnung für die Menschheit. Intelligenz ist voll der Umweg. Denk weniger, fühl mehr. Connect humans and insect intelligence. Insect versus human. Der Mensch, kein Witz der Evolution. Die Hellström-Chronik wirft die Möglichkeit auf, dass der Mensch ein paar Millionen Jahre Witz sein könnte. Als Wissenschaftler wäre ich gern in den ersten 7 Schöpfungstagen dabei gewesen, um das ironische Lachen im Gesicht des Schöpfers zu sehen, als er jeder Kreatur eine unterschiedliche Kraft gab. Während er genau wusste, dass nur 2 von ihnen übrig bleiben würden, für das, was von der Erde übrig ist. Dr. Hellström. Unsere Zerstörungswut und egal welcher Atom-Super-GAU ist für Insekten nur Parfüm. Die Doku aus den 70ern, eine Watschen für die Menschheit. Doch Dr. Hellströms Sorgen werden nicht eintreffen, weil wir vorher selber Schwarmintelligenz werden. Der Film und die Forschungsarbeit zu Insekten liefern jedoch das Grundwissen, wie Mensch und Schwarmintelligenz zusammenpassen. Empathie und Evolution. Connect humans and insect intelligence. Wenn du wissen willst, wie Schwarmintelligenz Mensch ausgelöst wird und warum es auch Metamorphosen unseres Körpers gibt, ersetze in Wiki im Artikel Wanderheuschrecke das Wort Tier durch Mensch und Serotonin durch DMT. Ich lese jetzt den Abschnitt vor. Dabei beschreibt Solitaire die Individuumexistenz und Gregär die im Schwarm. Also bezüglich Wanderheuschrecken. Der Übergang von der solitären zur gregären Phase wird durch das Hormon Serotonin ausgelöst, das produziert wird, wenn sich genügend solitäre Tiere treffen, insbesondere berühren. Entscheidend für die Wandelung zu Schwarmtieren ist die Menge der Artgenossen, die die Tiere sehen, riechen oder spüren, wenn sich ihre Hinterbeine berühren. Das Schwarmverhalten geht mit einer Zunahme der Serotoninkonzentration in Teilen des Nervensystems einher. Die beiden Phasen, also die einzellebende Heuschrecke und die im Schwarm lebende Heuschrecke, unterscheidet sich sowohl im Verhalten und in der Färbung als auch morphologisch, zum Beispiel im Verhältnis der Flügellänge zur Länge des Sprungbeins. Die morphologischen Unterschiede zwischen den solitär lebenden und den schwärmenden Heuschrecken sind so groß, dass sie bis Anfang der 1920er Jahre unterschiedlichen Arten zugeordnet wurden. Solitäre Heuschrecken haben im Gegensatz zu den Gregären eine größere Vermehrungsfähigkeit, leben unauffällig in meist abgelegenen Gebieten und sind nicht von wirtschaftlicher Bedeutung. Gregäre dagegen halten sich in Gruppen auf, weisen ein charakteristisches Nachahmungsverhalten und eine synchrone Entwicklung auf und wandern schließlich aus ihren Rückzugsgebieten gemeinsam aus. Darwin hatte Unrecht. Es ist der Empathischere, der überleben wird, mit allen anderen verbunden als Einheit. Schwarmintelligenz siegt. Doch die Irrung soll nicht mindern, was er für die Menschheit geleistet hat. Jeder kann sich unter Evolution was vorstellen. Danke, Darwin. Und am Schluss hatte er doch recht, bezogen auf das Gesamte. Der Stärkere war die Einheit, die kurz davor ist, sich zu entpuppen. Ab dem Moment bildest du eine unzerstörbare Einheit. Die Insekten machen es vor. Jedoch ohne Empathie. Wo ist hier die Logikschleife? Empathie ist viral. Da, wo jeder selber entscheiden kann, ob er empathisch oder das Gegenteil sein will. Insekten brauchen keine Empathie. Sie hinterfragen ihr Handeln ohnehin nicht. Die Empathie ist die Schwelle, die überhaupt freischaltet, dass die Individuen zur Schwarmintelligenz werden. Siehe Spiegelneuronen und Masao Emoto Wassergedächtnis. DMT-Ausschüttung wirkt wie das Serotonin, das Heuschrecken zum Schwarm macht. Wir müssen uns dazu nicht mal an den Hinterbeinen berühren. Wir können nämlich Empathie. Genial. Wer öfter als bei Geburt und im Traum mit DMT oder bewusstseinserweiternden Substanzen zu tun hat, war schon lang mit der Schwarmintelligenz Leben verbunden, wurde umso mehr belächelt, ignoriert. Darum war unsere Lösung, das System zu ignorieren.
in der eigenen kleinen Welt ein Paradies zu bauen. So lange, bis das System da draußen einfach aufhört zu sein. Augen zu, alles gut. Reset. Wert transparent. Schwarmintelligenz, du. Schwarmintelligenz und Weltlinien. Wenn du deine Weltlinie, das Muster, das du in der Raumzeit gehst, kartografieren würdest, was wäre es dann? Labyrinth, Box, Schuhschachtel in linearen Städten, Timetables, Wochenpläne, Office, Hierarchien oder Adern, Flussläufe, Fraktale, Kreise, Impulse, Mondzyklen, Wirken, Kreation, Schwarm. Google zeichnet die Weltlinien aller Smartphone-Nutzer auf. Unsere Enkel werden die große Transformation als Animation auf der Weltkarte sehen können. Städte transformieren. Workshop im Hellsehen. System verstoffwechseln. Lass uns Raumstationen in Kreisform bauen. Star Trek Epic, Deep Space Nine, Punk's Team is Immortal. Leb innerhalb der Geometrie der Natur. Waldlichtern, Lichtung, Bäume, Fraktale, Adern. Schwarmintelligenz off-topic. Und jetzt wird's mir klar, ich erinnere mich an immer mehr, bis an die inspirierenden Momente mit Lehrern in meiner Schule. Ich muss ausbessern von 500 auf 5000 in There is no authorship am Ende des Buchs. Wir schreiben alle daran, an diesem Werk. Danke für 1000 tiefste Seelenverbindungen. Mit so schönen Wesen getanzt, gewirkt, fasziniert, bewegt. Forever entangled. Wenn du mit tausenden Wesen verbunden bist, hast du genügend Messwerte, um Bewusstsein abzubilden. Bam, Euder. Schwarmintelligenz und Bonbons im Glas. Ein Bericht über Schwarmintelligenz in den Mainstream-Medien. Ein Forscher hat hunderte Probanden schätzen lassen, wie viele Bonbons in einem Glas sind. Es waren 4.115. Nur 4% der Leute lagen annähernd an der Zahl, nicht einer richtig. Im Durchschnitt aber wich der geschätzte Wert nur um 0,01% von der realen Zahl ab. Weißt du, wie dumm Ameisen sind? Die fallen alle in ein Glas mit Honig. Und weißt du, wie dumm der Mensch ist? Er wirft den Honig weg. Hier gibt es einen kurzen Überblick. In den nächsten Momenten bekommst du die menschliche Metamorphose, die Vereinigung von Schöpfung, Evolution und Religion sowie den Sinn des Lebens und die Evolution von Gott entschlüsselt. Pass the Border. Über den Rand. In Da Vincis Kreis passen noch wesentlich mehr Variationen als Hautfarben. Insekten würden sagen, wir schauen alle gleich aus. Insekten dagegen sind eine Variation der verrücktesten Formen ihrer Herkunft. Nach der großen Transformation kann Haeckels Kunstformen der Naturepos vervollständigt werden. Der Mensch ist Formwandler. Hier braucht es nicht ein Bild. Filme haben genug Bilder gesät. In Da Vincis Mensch im Kreis steckt die Spirale, also der goldene Schnitt, der Kreis und der Torus. Weltformel angewandt. Der Mensch ist fraktalorganisches Kunstwerk im perfekten Da Vinci-Kreis. Humanoid kann mit allem Leben um ihn herum komplett verschmelzen. Es gibt keinen Da Vinci-Kreis für Tiere. Der Mensch ist Kreis, kann sich mit allem verbünden, was lebt. Du bist, was du isst, es heilt dich, was lebt. Animals are space-filling. Tiere sind wunderschönste Raumauffüller. Der Mensch ist Kreis. Tiere haben auch Torusform und bestehen aus fraktalorganischem Leben. Doch ein Pinguin ist eher eine süße Weiterentwicklung eines Kaktus. Ein Pferd kann kein Rad schlagen. Der Affe ist der nächste Anwärter auf den Kreis. Affe, DMT,
Mensch. Der Affe ist nur annähernd kreis. Er geht gebückt. Er hat nicht ganz die Haltung wie ein Baum. Er hat den ersten Kreis noch nicht funktionalisiert. Das Feuer. Feuer extrahiert, konzentriert, raucht. Liefert Informationen aus Pflanzen. Information, Evolution. Unsere Vorfahren kamen irgendwann auf die Idee, zwei völlig verschiedene Pflanzen in einem Topf zu kochen. Ayahuasca. Und es immer wieder zu tun, bis heute. Bis genug Information gesammelt wurde, dass der nächste Evolutionssprung passieren kann. Wir sind Formwandler. Du bist ein Transponder. Everyone is. Heftig die Logik, die sich selber schreibt. Weltformel Evolution. Metamorphose Mensch. Verschnaufpause. Time out. What the fuck? Metamorphosen how-to. Die letzte Seite hat auch die Schreiberin erstaunt. Dass Metamorphosen möglich sind, war mir schon länger klar. Wenn du Wunden hast, liefern sie dir im DMT-Raum Informationen über alles, was sie noch formen können, falls du sie nicht zuwachsen lässt. Medizinischer Honig, Bilsenkrautöl und Spinnenweben auf Wunden. Beantworte dem DMT-Raum, wie es sich anfühlt, wenn die Zellen sich anders reproduzieren, DNA-Transformationen auslösen. Erklärt dir, wie Flügelansätze oder Spinnenwebendrüsen sich anfühlen würden. Davon hätte ich hier nicht geschrieben, viel zu weit weg davon ernst genommen zu werden. Doch plötzlich folgt Formwandler nicht aus meiner DMT-Erfahrung, sondern aus Weltformel angewandt auf Mensch. Pass the border. Evolution by plants. Es geht weiter mit etwas, das an dieser Stelle gar nicht ausgeleuchtet werden wollte. Information zur Drogenfeinstruktur. DMT lässt sich ja noch elegant als Urmedizin und körpereigen aus dem Verurteilungsfokus nehmen. Doch der Rest, was als Droge und Wirkstoff gilt, ist ein Dschungel. Doch Evolution by Plants ist nicht von der Hand zu weisen. Eben die Betrachtung dessen, was verboten war, führt zur größten Erkenntnis bisher. Wir hatten unseren Schöpfungsauftrag vergessen. Hier knallt's. Evolution durch Pflanzen. Nature tells. Alles, was auf Planet Erde wächst, trägt Information. Nicht jeder verträgt jeden Wirkstoff, man muss Wechselwirkungen beachten, Drogenwikis sehr zu empfehlen. Alles, was das Bewusstsein erweitert, ist Teil des Aufwachens der Menschheit. LSD und Psilocybin aus Pilzen sowie Mescalin aus Kaktus ist sowas wie der Einstieg ins Kaninchenloch. Die Entdeckung und Auflösung deiner Selbst in der Unendlichkeit. THC aus Cannabis heilt zahlreiche Krankheiten, entspannt und verdichtet kreative Querverbindungen. Fliegenpilz ist, wo die Fabelwesen wohnen. Wie größer und kleiner dort skaliert, zeigt der Sprung durchs Kaninchenloch. Alice im Wunderland soll durch einen Fliegenpilztrip inspiriert sein. Spätestens ab hier schlägt es bei unachtsamer Dosierung in Gift um. Ist wie beim Pilzesammeln. Informier dich. Giftpflanzen sind jedoch immer auch Medizin. Pilze stellen von Natur aus eine Schwarmintelligenz dar, die sich als größter vernetzter Organismus über halbe Kontinente unseres Planeten erstreckt. Nachtschattengewächse wie Bilsenkraut, Alraune, Stechapfel, Tollkirsche, gefleckter Schierling sind giftig und wollen nicht verzehrt werden. Jedoch in Öl, Salben oder homöopathisch verarbeitet ist es Medizin. Schau dir das Mikroskopbild der Engelstrompete an und du verstehst, warum du aus deren Universum nicht mehr so leicht entkommst. Ein negativer Gedanke ist schlimmer als alle Drogen der Welt, die du dir reinhauen kannst. Zitat von einem Freund. Ich brauche keine Drogen mehr. Ich habe ja Namen für meine Zustände. Die psychoaktiven Wirkstoffe der Natur waren notwendige Voraussetzungen für die bewusstseinserweiternden Transformationen, an der alle mitwirken.
Ein großer Teil der Kunst, Filme, Musik ist unter Einfluss von psychoaktiven Drogen entstanden. Zeit für eine Differenzierung von Substanzen. Die Feinstruktur entschlüsselt. Schau dir an, was lebt, was schadet. Schädlich sind die meisten chemisch synthetisierten Wirkstoffe. Dazu zählen auch viele Medikamente der Industrie. Manches trägt zur Verdummung, Gleichgültigkeit und Krankheit bei, während anderes Bewusstsein aktiviert und heilt. Einen Einblick liefert die Feinstruktur von Drogen. Keine Pflanze ist illegal. Drogeninformation statt Ignoranz. Drogenfeinstruktur. See why you feel. Die Künstlerin Sarah Schönfeld tropfte Drogen und Substanzen auf Fotofilm und ließ sie über Wochen einwirken. Die Bilder können derzeit nicht im Buch abgebildet werden. Online findet man die Aufnahmen, aber als aufschlussreiche Galerie. Und zwar auf Seiten der Süddeutschen, des Online-Magazins und der Laborversuch. Zitat aus der Süddeutschen. Die Berliner Künstlerin und Fotografin Sarah Schönfeld hat versucht, die psychoaktive Wirkung von Drogen auch visuell darzustellen. Für ihr Fotoprojekt All You Can Feel hat sie die flüssige Essenz von 30 Substanzen, unter anderem von Heroin, Kokain, LSD, Ecstasy, Opium, Valium, Speed und Crystal Meth, aber auch Koffein oder körpereigenen Hormonen wie Östrogen, auf die Fotoemulsion von Negativfilm geträufelt und das Ergebnis dieser chemischen Reaktion nach Tagen und Wochen im Labor belichtet. Lässt sich der Effekt von psychogenen Wirkstoffen auf das Hirn also ästhetisch abbilden? In manchen Mustern scheint sich eine solche Entsprechung tatsächlich zu ergeben, wie im weiß-türkisen Eisfeld des Kokains oder der nervösen Zackigkeit des Koffeins. Und die kristallförmigen Ablagerungen des Crystal Meth Musters wiederholen sogar die übliche Darreichungsform der Droge, wie jeder Breaking Bad Zuschauer inzwischen weiß. Ein Kaleidoskop des Rausches. Das Projekt All You Can Feel verlegt die Bilder im Kopf nach außen. Hier eine kurze Auflistung, was man auf den Bildern unter anderem sieht. Adrenalin ist in der Feinstruktur auf Fotofilm eingewirkt, ein pumpendes violettes Organ. Koffein, eine Antennenkugel. Melatonin, das körpereigene Hormon steuert das Einschlafen, ist eine weiße Ruhewolke, ein weißes Rauschen. LSD ist ein farbig fraktales, intensives Geflecht mit einem Spot in der Mitte. DMT ein Fraktalgeflecht. Sieht aus wie eine Pilzstruktur. Engelstrompete, ein geschlossener, tiefschwarzer Kreis, in der Mitte schwarz, am Rand zart blau. Lässt sich verstehen, warum dieses Universum dich gefangen halten kann. Speed ist kratzig und viel und schnell. Kokain ist eine stahlblaue Eisfläche mit Selbstfokus. Ketamin ist ursprünglich ein Narkosemittel. Man sieht das bekannte Keta-Hole, eine Struktur eisumrandet von Kristallen. Heroin zeigt eine blaue Kugel mit extrem dickem Rand und eine extreme Gefangenheit innerhalb der harten Linien. Danke Sarah, danke Berghain, danke Fusion. Danke Eclipse, Alice, danke Festivals, danke Clubs und Subkultur, danke Rave und Goa für eure Arbeit zur Bewusstseinsrevolution. Wissen oder nicht wissen? Drogen verstehen. Die letzte Seite, Feinstruktur von Drogen, ist eine der Seiten, die mit sich gestritten hat, ob sie ins Buch soll und ob an dieser Stelle. Da steckt Leben und Tod auf einer Seite.
Heroin, Kokain, Amphetamin, Ketamin können stark abhängig machen. Lebensmuster schädigen. Engelstrompete für immer in den Wahnsinn treiben. Doch die Bilder entschlüsseln Informationen. Was eine fraktalorganische Feinstruktur hat, deutet auf lebendige Informationen hin. Alles, was harte innere oder äußere Ränder, lineare und verhärtete Strukturen hat, ist gar nicht oder mit Vorsicht zu genießen. Nicht immer heißt chemisch erzeugt schädlich. So ist es mit LSD. Es erzeugt kein Suchtverhalten, es schaltet Verständnis frei, kann aber auch Psychosen auslösen. Tripsitter und Information zu empfehlen. Drugs and me. Ich bedanke mich bei so einigen chemischen Drogen, die meinem Körper und Geist gezeigt haben, was sonst noch so geht. Wie tiefgehend und amazing Leben sein kann. Luft anhalten und boom. Dass es deinen Körper auch was kostet, merkst du schon. Ist wie mit Zucker. Aber wir leben uns, um zu lernen. PS, der schönste Tipp, den ich je zu Drogen gehört habe, von einem Drogenberater. Wenn du mit DMT mit allem durch bist, dann hört's auf, sagt er. Dann brauchst du eigentlich nur noch 4-mal im Jahr Drogen nehmen. An Heiligabend MDMA, im Frühjahr eine Naturpilz-Trip-Erfahrung, im Sommer einen Trip auf einem guten Psytrance-Goa-Festival und im Herbst 5-Meo-DMT als Rückverbindung zu Gott. Anmerkung: Der Effekt von MDMA oder Ecstasy lässt sich körpereigen über die harmonischen Töne A, D, E, G innerhalb eines treibenden Viervierteltakts erzeugen. Siehe Rave-Elektrokultur. Music is body dope. Create a free wonderland. Lern die Regeln. Hinweis, solange es noch Polizei gibt. Auf YouTube eingeben, wach auf Deutschland, Polizeikontrolle. In 10 Minuten erfährst du alles, um einen Schritt voraus zu sein. Klar hat Gott aufgehört zu kiffen. Er fand's halt mal gut. Drum gibt's diese schöne Pflanze ja auch. Plants are information. Die Natur auf diesem Planeten bildet alles ab, was es auch im Universum gibt. Das ist die logische Konsequenz aus der fraktalen Struktur des Universums, des Lebens. Jedes Bruchstück im Bruchstück enthält wieder alle Informationen. Der Mensch ist Messinstrument. Alles, was das Bewusstsein mit lebendiger Information erweitern konnte, war verboten. Doch Worte können was Ähnliches vermitteln wie eine Drogenerfahrung. Wirkung teilen. Sobald Mensch sich über Pflanzen und Wirkung bildet, sind alle unsere Probleme gelöst. Und du musst keinen mehr von irgendwas überzeugen. Wissen ist Macht. Es ist tot, was vergessen wurde. Es stirbt, was sich nicht weiterentwickelt. Es wird geboren, was gefunden wird. Hört Gott ab. Gott hat gepflanzt, um selber zu lernen, was sonst noch so geht. Der Mensch war erst der Anfang der Idee. Sobald wir mit Worten beschreiben und aufschlüsseln können, was wir da gepflanzt haben, folgt die Evolution von Gott. Und hier fällt es mir ein, Schöpfungsgeschichte, Auftrag an Adam, gib den Tieren und Pflanzen Namen. Das ist es. Wir haben ihnen zwar Bezeichnungen gegeben, aber ein Name ist erst ein Name, wenn er mit Bedeutung und Wirkung erfüllt ist. Wir haben Pflanzen und Stoffe benannt, aber die Beschreibung ihrer Wirkung vernachlässigt und verboten. Der Mensch war erst der Anfang. Gott hat sich aufgelöst und wartet als flüchtige Idee darauf, mit dem 8. Schöpfungstag loszulegen. Versteckt als Auftrag in der Natur. God is Whistleblower. Derzeit hält uns nur unsere Industrieproduktion und unser totes Lebensumfeld auf. Mit chemischen und künstlichen Stoffen und Züchten, die unseren Tod erzeugen. Dabei könnten wir üben, unsere DNA zu transformieren, die Realität und die Physik zu verändern. Gott spielen. Lest die Anastasia-Geschichten und frag dich danach, ob das echt nur eine Geschichte sein soll.
Anastasia ist eine Urfrau der sibirischen Tiger, die nicht nur Superfähigkeiten, Teleportation und Anpassung aller Natur um sie herum beherrscht. Sie erklärt auch noch, wie es geht. Sie betont, sie ist nur eine menschliche Frau, die im Wald lebt. Als Reaktion auf die Bücher gründen sich in Russland Schulen mit paranormalen Kindern. Es wird eine Bewegung losgetreten, die das ganze Land verändert. Es war notwendig, das für Unfug zu halten und die Anhänger als Sekte hinzustellen, weil sonst hört er deine Realität auf. Die Bücher sind kostenfrei im Netz. Wladimir Merge, der Autor, ein russischer Geschäftsmann, erzählt seine Geschichte seiner Begegnungen mit Anastasia. Online auf der klartraum-welle.info Seite gibt es Ausschnitte, die ich zusammengestellt habe mit den bewegendsten und Szenen, denn sie schreibt tatsächlich den zweiten Teil und das lässt sich wunderbar. Es wird auch noch eine Zusammenfassung sowie ein Hörbuch dazu geben. Wirkbücher über die Natur und das Leben. Wirkbücher über die Natur und das Leben werden den Auftrag der Sprache erfüllen. Beschreib deine Umgebung. Ganz am Anfang war die Umgebung des Menschen voll mit Natur, ist gleich Leben, ist gleich Information. Hiermit ist das Kapitel Drogenfeinstruktur und Evolution by Plants offiziell legitimiert. Schau genau hin. Wissen ist Macht. Schöpfung, Evolution und der Sinn unserer Existenz maximiert sich hier. Mir fällt auf, dass der Begriff Gott mit mehr Bedeutung gefüllt ist als gedacht. Jetzt, wo wir ihn verstehen, man musste dafür nur allen Glauben aufheben. Insofern verwende ich spätestens ab hier dann doch wieder Sacred Geometry. Dann soll es halt heilig sein. Trägt mehr Wirkung als Nature Geometry. Gedanken. Gedanken. Das war die Weltformel. Danke, schön. Es fühlt sich so an, als ob ich an diesem Tag mit meiner Herkunft Frieden schließe. Der Glaube an Gott wird zum Wissen über Gott. Sollten meine Eltern dieses Buch bitte erleben dürfen, sind wir im Reinen. Danke, Mama. Danke, Papa. Danke, Timon. Danke für alles. Ich liebe euch. Beauty of Cry. Understand Life. Sacred Geometry wird instant durch bewusstseinserweiternde Pflanzen sichtbar. Das ist keine Halluzination, sondern Information. Und hier haben wir jetzt ein Bild der Flower of Life, die Erzeugende der platonischen Körper mit der Unterschrift Can you feel the power? Denn damit wurden auf Plattformen wie rationalwiki.org die Esoteriker verarscht. Denn wir haben ja immer behauptet, allein durchs Ansehen der Blume des Lebens und dieser tollen Muster wird schon Energie übertragen. Nun gut, Orientierung. Die nächsten paar Seiten sind sowas wie Zauberschule für Gott. Es gibt noch eine Steigerung. Geh über die Grenze der Grenze. Witz der Erschaffung. Wirf mir nicht vor, dass ich nicht in der Lage war, unser letztes Treffen im Mond zu vergessen. Es ist an der Zeit, dass die Menschheit weiß, was Salvia Divinorum ist. Seiten für die Menschheit über Salvia. Jemand hat mal gesagt, einer für alle und alle für einen. Informier dich über Pflanzen. Eine der durchschlagendsten Informationen der Natur ist weitestgehend unbekannt. Salvia Divinorum, Aztekensalbei. Salvia Divinorum, eine Salbeisorte, wird schon lange von Schamanen und Urvölkern benutzt.
In niedrigen, nicht halluzinogenen Dosierungen dient er der Behandlung diverser körperlicher Beschwerden. Er kann langanhaltend Kopfschmerzen tilgen. Plants encode Universe. In der Natur findet sich zu allem im Universum eine fraktale Ähnlichkeitsabbildung. Auch zu einem schwarzen Loch. Salvinorin A, das stärkste Halluzinogen der Welt. Das ist der Wirkstoff in Salvia divinorum. Hier sieht man das Molekül abgebildet, eine Molekülkette aus 23 Kohlenstoff, 28 Wasserstoff und 8 Sauerstoffatomen. Die Pflanze trägt selten Samen. Noch nie wurden Samen bei wildwachsendem Salvia divinorum gefunden. Sie klont sich stattdessen immer wieder, seit es sie gibt. Man konnte nicht nachweisen, dass sie sich genetisch verändert. Scheinbar unterliegt sie nicht der natürlichen Evolution. Genauer genommen haben wir es den Ureinwohnern, den Mazateken, zu verdanken, die diese Pflanze ständig an versteckten Orten durch Stecklinge vermehrten, sodass die Information hier und heute bei dir ankommt. Die Ureinwohner glauben, dass sie eine Reinkarnation der Jungfrau Maria ist. Daher heißt sie auch Sca Maria Pastora, weil sie deren Eigenschaften der Fortpflanzung ohne Geschlechtspartner erklärt. Divinorum ist Latein und bedeutet Wahrheitssager. Ein paar Zaubersalbeiblätter. Dort endet gerade mal deine Realität. Eine Lektion. Black Hole encoded in Salvia. Das uralte Buch der Natur ist das stärkste Halluzinogen, das es gibt. Die Wirkung hält nur kurz an, ist extrem, ein Schock. Es relativiert alles, was du je zu wissen glaubtest. Salvia divinorum ist die deutlichste Information der Natur, dass wir in einem fraktal verschachtelten Multiversum leben, in dem Raum und Zeit relativ sind. Ich bin ja so gespannt, was Stephen Hawking dazu sagt. Ach, hat er ja schon. Quantenschöpfung und M-Theorie. Als nächstes vergleichen wir Hawkings Hyperraumtheorien und die Wirkung des Zaubersalbei. Anmerkung: Körperliche Nebenwirkungen oder Gegenanzeigen gibt es nicht. Salvia divinorum wird wie DMT therapeutisch zur Befreiung von Süchten und zu vielerlei Heilzwecken eingesetzt. Salvia divinorum war sehr lange legal, in Deutschland bis 2008. Hawkings M-Theorie aus dem Magazin Focus Wissen. Quantengravitation und M-Theorie. Weiter wandte sich der Physiker Stephen Hawking einer speziellen Art der Quantengravitation zu, der sogenannten M-Theorie. Der Name steht wahlweise für Membran, Mutter, also Mutter aller Theorien, für magisch, mysteriös oder Matrix. Sie ging aus der Stringtheorie hervor, die Teilchen als winzige, fadenförmige Gebilde von 10 hoch minus 33 cm Länge beschreibt, also ein Milliardstel, 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 Milliardstel Zentimeter. Die wie die Saite eines Streichinstruments, also String auf Englisch, schwingen. Doch aus ihren Gleichungen ergibt sich eine Raumzeit mit 10 Raumdimensionen und einer Zeitdimension, was weit über die vertrauten 3 Dimensionen unseres Kosmos hinausgeht. Die zusätzlichen Dimensionen sollen auf einem Raum von einer Größe eines Strings zusammengeknäuelt sein. Ein solcher unsichtbarer, winziger, sechsdimensionaler Ball wäre gleichsam an jeden Raumpunkt des Kosmos geheftet. Nur die 4 Dimensionen der Raumzeit hätten sich im Urknall entfaltet. Ihren Kosmos bevölkern höherdimensionale Gebilde, etwa schwingende zweidimensionale Membranen, von den Kosmologen kurz Branen genannt. Für sie wäre die dritte Dimension ein Hyperraum, in dem viele der kleinen Frisbee-Scheiben umherfliegen könnten, ohne je aufeinander zu treffen. Analog könnten 3D-Klümpchen durch einen vierdimensionalen Raum driften und so fort.
Quantenschöpfung. Vielleicht ist ja unser ganzes All nichts, also hier geht es weiter im Zitat von dem Fokus-Artikel über Hawking. Vielleicht ist ja unser ganzes All nichts weiter als eine große 3D-Bran, die in einem vierdimensionalen Hyperraum schwebt. Und womöglich hat es darin Gesellschaft. Die Quantenmechanik erlaubt, dass scheinbar aus dem Nichts Branen hervorspringen und wieder verschwinden. Eine solche Quantenschöpfung gleicht der Bildung von Dampfblasen in kochendem Wasser, erläutert Hawking. Manche fallen wieder in sich zusammen, andere expandieren, wie es bei unserem Universum geschah. So könnten unablässig weitere Kosmen entstehen, jeder einzelne mit seinen eigenen physikalischen Gesetzen. Wie Inseln im Ozean liegen sie im Multiversum. Für die Gleichungen der M-Theorie gibt es 10 hoch 500 Lösungen, von denen jede möglicherweise ein eigenes Universum beschreibt. Aus dem Artikel Stephen Hawking's 70. Geburtstag, Genie auf Augenhöhe mit Einstein. Hier gibt's tiefen Einblick in den Aufbau des Raumzeit-Energiegefüges. Nun schauen wir uns die Wirkung eines schwarzen Lochs an. Am Rand eines schwarzen Lochs im Universum, da zerreißt es die Raumzeit. Sie verbiegt sich unendlich, die Gravitation ist maximal. Alles, was vorher real war, hört dort auf, zerstückelt. Kann man unter anderem in Stephen Hawkings Buch Universum in der Nussschale nachvollziehen. Ganz ähnlich wirkt Aztekensalbei oder Zaubersalbei, Göttersalbei. Salvia-Wirkung. Deine Dimensionalität verringert sich auf 0, dann auf 1, dann auf 2. Salvia-Wirkung. Deine Dimensionalität verringert sich auf 0, dann 1, dann 2 und wieder von vorn. Du vergisst instant alles, auch dass du Salvia geraucht hast oder dass du ein Mensch bist. Atmen ist die erste Erinnerung. Das Gefühl, aus einem Traum aufgewacht zu sein, der vorher dein Leben war. Die Welt vorher ist weg. Raum, Zeit und Ton bleiben hängen, in Schleifen, laufen durch dich durch. Déjà-vu-Szenen, die Perspektive zerblättert. Du wirst zu einem Gegenstand. Körperteile sind Bild deiner Erinnerungen. Raumzeit wird zu flüssigem Kontinuum, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig präsent sind. Optiken von Membranenstruktur und Filmschichten, von zweidimensionalen Oberflächen und fraktalen Mustern. Das Körpergefühl ist reißend, ziehend, verdrehend an jeder Zelle. Überlappende Realitäten. Die Wahrnehmung, gleichzeitig an mehreren Orten zu sein. Wenn du die Augen schließt, siehst du zum ersten Mal in deinem Leben schwarze Masse. Einfach nur schwarz, das hat man noch nie gesehen. Ein dunkler, beruhigender Ort. Und das Gefühl, dass alles gut wird. Euphorie und schockierte Unfassbarkeit wechseln sich ab. Das ist entnommen unter anderem auch aus dem Wikipedia-Zusammenfassung über Salvia Divinorum. Nur ein Echo der Wahrnehmung vom Salvia-Raum bleibt im aktiven Gedächtnis. Es erinnert dich für immer daran, was fraktale Dimensionen, schwarzes Loch, Vergessen, T-0, dunkle schwarze Masse sind, wie sie sich anfühlen. Anmerkung, ein Tripsitter, also ein Freund, der anwesend ist, oder ein Zettel, der dich daran erinnert, dass alles gut ist, sei empfohlen. Sobald wir den Namen Salvia Divinorum mit Bedeutung erfüllen, die Wahrheit in Divinorum entdecken, sind Theorien zu Multiversen, Strings und Quantenschöpfung bewiesen. Jetzt weißt du, wo Gott als nächstes leveln will.
Dein Körper ist das perfekte Messinstrument für alles, was du im Universum und im Leben wissen musst. Jeder ist Beobachter und Messinstrument in einem, weil ein geschlossener Torus. Hier ist das Bild von der Darstellung des Telos, der Mensch in der Abbildung des gesamten Universums wie ein Apfel wie ein Apfelkern im Apfel. Und die Merkaba, das körpereigene Raumschiff, dazu noch mehr dann später in der Besprechung des Untergrunds. Das ist das exakte Feld der Sacred Geometry, das jeder Mensch um sich hat. Jeder Mensch ist eine Spule und kann das aktivieren und damit in alle Dimensionen wechseln. Zauberschule für Gott. Baukasten Gott. Ähnlich wie Baukasten Weltformel. Schauen wir mal, ob wir es mit den gleichen Zutaten hinbekommen. Menschen ist das gleiche wie viele Torus-Messstationen. DMT ist die Zutat für die fraktale Sacred Geometry. Und Salvia Divinorum ist die Zutat für schwarzes Loch, also Null und Unendlich. Schau einer an. Die Weltformel taucht auf, wenn man die Struktur von Gott ist gleich Schwarmintelligenz Universum entschlüsselt. Erinnerung, Weltformel war Kreis, Spirale, Torus, Fraktale, Null und Unendlich. Die Kombination von bewusstseinserweiternden Wirkstoffen mit den Blickwinkeln der Wissenschaft wird der Menschheit ein logisches Forschungsfeld eröffnen. Lernen durch die psychoaktive Natur. Salvia Deep Matter, die dunkle Materie. Salvia Divinorum weckt deine Realität auf. Die Erfahrung ist unangenehm und gleichzeitig lustig oder begeisternd. Salvia Divinorum bildet nicht nur ein schwarzes Loch ab, sondern auch die Schule der Multiversen. Will man dort die Struktur der Struktur der Struktur erforschen, braucht es viele Jahre menschliche Lebenszeit. Denn teilweise muss man bis zu einem Jahr warten, bis der Wirkstoff im Körper wieder einen Effekt zeigt. Oder es braucht viele Erfahrungsberichte, die sich vernetzen. Darum hat Gott uns geschaffen. Denn einer allein wird aus Salvia nicht schlau, ist nur schockiert und belustigt. Hier ist es wie mit den Insekten. Wir haben da was übersehen. Ein kleiner Teil der Salvia-Erforscher hat im Netz geteilt, wie Salvia ein Portal sein kann. Und damit Wissen entdeckt, das die Herleitung der Unsterblichkeit ermöglicht. Ein Ansatz, der sich hier schon längst wieder gelöscht hätte, wenn er nicht so extrem viel Potenzial hätte, wahr zu sein. Es war ausreichend, dass sich ein Mini-Mini-Bruchteil von uns weiterbildet, in den tiefsten Geheimnissen des Universums. Was wahr ist, kommt früher oder später ans Licht, wird Licht. Denn Licht kann nicht nicht leuchten. Was nun lustig an Salvia Divinorum ist, ist, dass jedes Mal zu Beginn der Reise ein Gefühl auftaucht, das jedem, der damit Gott spielt, passiert. Ach ja, das schon wieder. Warum habe ich denn das wieder gemacht? Oder warum habe ich mich hierher gebracht schon wieder? Andere machen das sicher nicht durch. Zitat Bemeda. Und hier ist das Portal. Sobald du dich damit abfindest, dass die alte Realität gerade vergessen und nicht mehr zugänglich ist, tauchst du in einen tiefen kosmischen Fluss ein. How to explain the portal of God. Erkläre das Portal von Gott. Klar hat Gott seine eigenen Regeln gebrochen. So generierst du die Erzeugende. Orientierung. Die nächsten zwei Seiten gehen nun tief über den Rand des Universums. Weil dieses Buch auch von vielen Leuten gelesen wird, denen alles bis zu dieser Seite hier schon lang klar war,
folgt hier und jetzt die Vernetzung von Gottes Gehirn. Werd aus Salvia schlau. Das Salvia-Universum wird zugänglich, wenn man sich einen Anker setzt, der einen dort daran erinnert, wie man durchs Portal kommt. Release Ego. Hier lernt der Aufgewachte außerdem Unsterblichkeit. Im Sinn von unendlichem Selbsterhalt. Salvia Deep Matter. Having a nice Salvia trip? Es folgen beeindruckende Einblicke aus dem DMT-Nexus.me Forum. Dort forscht man schon länger an Geheimnissen, die wir nur gemeinsam entschlüsseln können. Zitat von Bemeda 2011 aus dem DMT-Nexus Forum. In meinen Erfahrungen mit Salvia gibt es einen wiederkehrenden Moment, früh in der Erfahrung, dass, oh richtig, dieser Teil wieder. Ich nenne es den Sumpf und manche bleiben darin stecken, wählen andere Wege oder reißen aus. Ich habe immer einen starken Gedanken, so ähnlich wie, warum habe ich mich hier wieder hineingebracht? Andere Leute machen das sicher nicht durch. Für mich gibt es eine Bühne, die jedes Mal fast genau das gleiche ist. Ein Punkt, wo ich anfange, mich in meine Mannigfaltigkeit aufzuteilen. Alle meine Sinne und Gedanken und Erinnerungen sind cross-verdrahtet. Die Wände sind Erinnerungen. Mein Körper spaltet sich in ein 2D-sträubendes Fraktal. Aber ich bin auch mein Auto von 1988. Stimmen und Kribbeln, sträubend, heiße somatische Demontage. Es ist so, als würde ich irgendwie jedes einzelne Stück meines Egos erleben. All meine Erinnerungen und Psyche und Verständnisse, die unter meinen Zellen wirbeln. Ich habe ein Problem damit, den Kinosessel des Beobachters einzunehmen. Denn das ist die wahre Natur des Egotodes. Diesen höllischen somatischen Sumpf zurückzulassen, zugunsten eines höher gelegenen Sessels, in dem du es von oben beobachten kannst, in dem du alles da unten zurücklässt. Ich meditierte für eine Stunde im Salvia-Land. Es war ein erschreckender Moment, als ich erkannte, ich will nicht hier sein, ich will zurück. Aber ich wusste nicht, was zurück war oder was ich früher war. Ich hatte keine Erinnerung an das Rauchen von Salvia oder gar, was ein Mensch ist. Alles, was ich wusste, war, dass ich irgendwie in diese neue Form jetzt kam. Alles war verändert. Alles, was ich wusste, war, dass ich irgendwie irgendwann in diese neue Form kam. Alles war verändert und eine Tür hinter mir zu. Und jetzt bin ich drin. Das war alles, was ich brauchte. Es war perfekt für mich. Ich ging sofort los und tauchte in einen tiefen kosmischen Fluss. Sei bereit, einfach nur zu akzeptieren. Das ist mein bester Rat für eine positive Erfahrung. Und mit dieser Pflanze gibt es definitiv enorme Positivität. Akzeptiere, was auch immer passiert, und begrüße es. Es fühlt sich so an, als hätte es dich in sein Reich gebracht. Kann aber auch daran erinnern, dass das, was du erforscht, dein eigener Geist, deine Erfahrung ist. Bring einen warmen, tiefen Zustand der Akzeptanz mit, was auch immer die Pflanze zu zeigen hat, wie seltsam oder irgendwie dramatisch es sein könnte. Es ist okay, nervös zu sein. Sobald die Reise einen gewissen Punkt erreicht, wird das nicht mehr wichtig sein. Du bist in einem neuen Raum, der deine Aufmerksamkeit verlangt. Ich wünsche dir viel Glück auf deinen Reisen. Ich freue mich darauf, wieder zu hören, was du entdeckst. Bemeda. Nächstes Zitat von Rising Spirit. Scheint es nicht, dass es sich endlos in irgendeine Art von zeitlosem Kontinuum wiederholt und faltet? Wobei die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein Phänomen ist? Um in den multidimensionalen Raum zu kommen, heißt es, das Ego loslassen. Dafür gibt es einen Punkt des Nichts hinter deinen Augen,
hinter da, wo du bewusst bist. Zitat von Miles Malth: Es scheint ein Loch in der Mitte dieses ursprünglichen Bewusstseins zu sein, hinter dem Zentrum im Gehirn. Versuch dich auf das Nichts hinter deinen Augen oder dem Bewusstsein zu konzentrieren. Ziele und verenge auf den unendlichen Punkt des Seins. Lass alles andere wegfallen. Lass alles los. Jenseits des singulären Punkts des Bewusstseins, fühle ich, liegt der Ego-Tod und der multidimensionale Raum. Baby steps for the humanoids. Hey. Zitat Ende aus dem DMT Nexus ME Forum. Wirkraum entfalten. Eine Möglichkeit, einem genialen Gedanken Wirkraum und Entfaltung zu geben, ist es, Süchte zu minimieren, alles anzuhalten bis zur Null. Und dann warst du im Raum, wo es keine Zeit gibt. Und den Gedanken sicher schon viel länger als dich. Evolution of Universe. Und hier gibt's einen Zirkelschluss zwischen DMT, Salvia und dem Universum. Das Universum will durchs Nadelöhr. Kurz gefasst, das Universum als Gesamtes sehnt sich nach der Null, nach Salvia. Mal eben das Ego aufheben. Es geht in dieser Phase des Universums darum, den Tod abzulegen und Reproduktion von Leben zu verstehen. Orientierung. Auf der nächsten Seite erfährst du, warum die Fee das vorliegende Werk nach nur einem Monat der Komposition zu entfalten hatte. Die Hippies von nebenan hatten mir auf einen Zettel geschrieben, wer sonst noch so übers neue Zeitalter schreibt. Die Flaschenpost kam an. Ich hatte in meinem Leben keinen Einfluss von irgendwelchen spirituellen Büchern, da ich gelebt statt gelesen habe. Das war mein Job, einen anderen Weg zur Wahrheit zu finden, die jetzt wahrgenommen werden kann. Auf den Seiten danach folgt der Sprung ins Portal. Kombiniere DMT mit Salvia. Gott im schwarzen Loch. Consciousness Records, Dark Matter. In einer DMT-Mittagssiesta im Baumzelt im Sommer 2016. Die Null, ratam tatam, die Null, haben alle Bäume um mich gesungen und getrommelt. Plötzlich leuchtete die Bedeutung aller Pflanzen auf diesem Planeten auf, bildlich. Und eine Sehnsucht nach der Null, im Speziellen nach Salvia Divinorum, das mir bekannt war, weil ich es einmal zuvor getestet hatte. Der Wunsch nach einem Nadelöhr fürs Universum. Es war im tiefen DMT-Raum, also dort, wo du maximal mit allem verbunden bist. Ich lag in der Mitte von drei Bäumen, schwebend im Baumzelt, Blick über die Stadt, durfte sehen, wie das System da draußen verspinnennetzt wird, wie es insektenartig zerlegt wird, wie die Stadt in sich gefaltet wird, wie Klick-Klack-Kratat-Mechanik durch Raum aussieht, wie es funktionieren wird mit der Transformation, mit der Metamorphose des Planeten. Wie bei den Tieren, die vor dem Gewitter unruhig werden, alle scharrt mit Hufen, trommelnd und freut sich so drauf. Wir wollen gleich loslegen, alle Energien im Raum. Aber halt, da war ja noch was. Doch noch nicht jetzt, wir sind noch nicht so weit da. Ich wollte ja auch noch meinen Liebsten wiedersehen und mein Wagenwinterfest ausbauen und ach ja, die anderen hatten auch noch was zu erledigen. Ach, aber bald, bald, sehr bald. Es fragt mich, ob ich nicht Gott gewesen sein kann, weil er sich nicht finden lässt. Ich habe gelacht und abgelehnt, meinte, da muss sich doch jemand anders finden. Verstand das Gefühlsecho, das Gott im Raum hinterlassen hat. Am auffälligsten war eine starke Sehnsucht nach der Information von Salvia Divinorum. Und zwar nicht von mir, sondern von allem Bewusstsein überhaupt. Was nun aber wirklich nicht mehr normal war, war, dass der extreme DMT-Raum
auch nach einer Stunde noch nicht aufgehört hatte. Normalerweise dauert es nie länger als eine Stunde. Kurz darauf war mir klar, dass es gar nicht mehr aufhört. Außer ich sterb. Oder Salvia. Salvia, Sehnsucht und das Wissen, dass man so zurückkommt. Ich habe gelacht und wie soll es denn noch sonst gewesen sein? Dann sterbe ich halt an einem sonnigen Freitagnachmittag. Ich will nur noch den Wagen rauskehren. Alles soll schön sein. Und mit jeder weiteren Stunde wurde klar, dass es jetzt langsam nachlässt. Irgendwann um Mitternacht war wieder alles 4D. With open eyes. Dieses Erlebnis ist einer der Gründe, warum ich die Lichter des neuen Zeitalters, Drunvalov, Melchisedek, Gor Timofey, Rassadin und Little Grandmother Kiesha als Wahrheitssager erkenne. Erst im Februar 2017 entdeckt. Ihre Arbeit ist Vollendung meiner Sinfonie. Sie war schon vor mir geschrieben. Es gibt noch viele weitere Komponisten der Welle. Sie werden jetzt Licht. Außerdem war ich selber mit Unfassbarkeit beschäftigt und musste an dem Tag, als ich das mit Ende des Zeitalters 2017-2018 erfahren habe, musste ich den Teebong rauchen, um das Unfassbare in Frage zu stellen. So wie jetzt schon, so kommt man nicht mal mehr so viel Zeit, dass das Buch noch in Druck geht oder was. Um dann von dem ohrenbetäubenden Trommeln und den scharrenden Urenergien betäubt zu werden im Hyperraum, die sich genau auf den Reset vorbereiten. Am nächsten Tag war ich voll aus der Spur gerissen. Alles lief seltsam. Der Ofen wollte 6 Stunden nicht brennen. Die Kinder waren krank, die Sachen vergessen. Und mir war klar, das ist Murphys Law-Tag, der wollte auch nochmal passieren. Und fand's lustig. Umso energetischer und balancierter findet man sich wieder. Hier haben wir jetzt das Foto von Blick aus meinem Fenster, Blick in den Wald mit den beiden Erinnerungszetteln. Du bist jetzt Salvia Universe. Geh hinter dem Punkt des Awareness. Meet at Moon. Und Release Ego. Portal of God. Der Ruf nach Salvia im DMT-Raum liefert den Wegweiser für ein Experiment, das erst im Lauf der Arbeit am Klartraum definiert wurde. Was passiert, wenn man im tiefen DMT-Raum Salvia Divinorum kombiniert? Im DMT-Raum bist du mit aller Schwarmintelligenz verbunden. Siehst die Perfektion und Struktur der Dinge. Bist maximal vielschichtige Wahrnehmung. Und dann der Sprung ins schwarze Loch. Mit dem Schlüssel Ego aufheben. Kombiniert man Salvia mit DMT, ist das ein Ja auf die Frage, kannst du nicht Gott gewesen sein? Man stellt sich dem Evolutionswunsch. Geh durch schwarze Loch, versuch nicht zu vergessen und lass alle dran lernen. Gesundheitlich lassen sich beide Substanzen problemlos kombinieren. Beide wirken gleichzeitig heilend auf viele Systeme. Allerdings sei ein Begleiter oder Freund empfohlen, der dich im Salvia-Universum daran erinnert, was du dort machen wolltest. Oder ein Zettel, auf dem das steht. Ähnlich wie im DMT-Raum lässt sich das DMT-Salvia-Portal mit Begriffen aus Biologie und Physik beschreiben. Alle Mechanismen des Lebens finden wir als Ähnlichkeitsabbildung in der Natur. Grundwissen, Evolution freischalten. Wenn du das Wesen der Eins verstanden hast, kannst du deine Zellen so teilen, dass sie ihre Informationen erhalten. Bewusste Evolution. Bisher unterlag alles in und um uns eher unbewusster Evolution. Durch viele Tode, durch viel Erfahrung passiert Veränderung. Alles passiv. Für die Schwarmintelligenz des Universums ist das etwas anderes. Dort geht Evolution nur bewusst. Die Evolution von Gott, der Eins, der Perfektion, liegt darin,
dass es sich erstens seiner selbst bewusst wird, also den DMT-Raum versteht. Und zweitens, dass es irgendwann dem Ruf der Null folgt, dem Raum des Vergessens, Oblivion, der geringsten Dimension. Und dort bewusst wird, dank dem Wissen aus der Erfahrung aller vor ihm. Die Tipps aus dem DMT-Nexus-ME-Forum zu Salve Divinorum sind tatsächlich der Schlüssel, wie ein Fisch zum ersten Mal aus seinem Teich springt. Das ist das Portal. Lässt du dich drauf ein? Im tiefsten DMT-Raum ist der Ruf nach Salvia sehr laut. Ein Wunsch, dorthin zurückzukehren, woher es kam. Darum im ersten Moment nach dem Vergessen die intensive Frage, warum habe ich mich selbst wieder hierher gebracht? Das Universum sehnt sich nach Evolution. Das ist das Portal. Lässt du dich drauf ein? Im tiefsten DMT-Raum ist der Ruf nach Salvia sehr laut. Ein Wunsch, dorthin zurückzukehren, woher es kam. Darum auch im ersten Moment nach dem Vergessen die intensive Frage, warum habe ich mich wieder hierher gebracht? Das Universum sehnt sich nach Evolution. Unsere Erinnerungsrealität. Um sich nicht darin zu verlieren, im schwarzen Loch des Vergessens, braucht es eine materielle Erinnerungsrealität. Denn ohne eine greifbare 4D-Realität, ohne Körper, die Stoffwechsel betreiben und Bewusstseinsreisen zeitlich begrenzen, könnte das Bewusstsein des Schöpfers dem Vergessen nie entfliehen, nicht lernen. You are an explorer, and you represent our species. Terence McKenna. Theorie und Beweis. Es ist ein Ansatz. Es wird mehrere Bewusstseinsastronauten auslösen, die noch detaillierter beschreiben, was bald alle wissen. Mit DMT-Salvia-Erfahrung werden die Worte von Melchisedek, von Goa, von Little Grandmother und ähnlichen Lichtern unserer Zeit mit tiefster Bedeutung erfüllt. Orientierungsseite. Die Geschichte des Lebens in bewegten Bildern. Das, was hier versucht wird, mit Worten zu erklären, hat der Künstler Spongel in Musikvideos abgebildet. Auf YouTube Tickling the Amygdala oder The Sixth Revelation, The Seventh Revelation oder God Particle. Wie sich Zellteilung als das Gesamten anfühlt, wie der Hyperraum aussieht, was plötzlich überall heißt, deutet die Kunst an. Die Art, wie Spongel Bilder und Klang komponiert, ist geniale Fraktalinformation zur Beschaffenheit des Lebens. Index Zwischenstopp. Hier faltet das Buch der Bücher auf. Wir sind im verwinkelsten Eck gelandet. Zwei Erklärungswege. Storytelling Universe. Das Salvia-Universum erzählt dir von seiner Mannigfaltigkeit in der ältesten Sprache des Universums. In Geschichten, in Bildern. Lass dir den achten Tag der Schöpfungsgeschichte erzählen. Du wirst zum Astronaut. Die Geschichte des Lebens. Alternativ, wem das zu abgedreht ist, der kann auch über die Sprache der Biologie einen Einblick erhalten. Ähnliches lässt sich mit Ähnlichem beschreiben. Biologie im Hyperraum. Hier trifft Forschung die Bewusstseinserweiterung. Weltformel Selbstkonsistenz. Erinnerung. Wenn die Weltformel die Weltformel ist, lässt sie sich auf alles anwenden. Sollte es wahr sein, dass Kreis, Spirale, Torus, also Sacred Geometry, Fraktale sowie Null und Unendlich, also schwarze Löcher, alles Leben, alle Natur beschreiben, dann lässt sich eine Wahrheit, die in einem fraktalen Bruchstück der Natur gefunden wird, automatisch auf alle anderen fraktalen Größenordnungen übertragen. Eine unsterbliche Zelle würde damit einen unsterblichen Menschen bedeuten,
dieser wiederum ein unsterbliches Universum, das ebenso viele Fortpflanzungsoptionen hat wie eine Zelle. Erschaffung lernen. Hier ist nun die tiefste Schachtel in der Schachtel. Wirkstoffe in der Natur lösen eine Evolution des globalen Bewusstseins aus. Im Finale wird im Ansatz erfasst, wie ein Universum seinen Reproduktionszyklus lernt, wie du die Reproduktion deiner Zellen verstehen und steuern kannst. Die Zellteilung. Das ist der Moment der Erschaffung, ebenso für Universen. Die Geschichte des Universums ist, dass wir lernen, wie Fortpflanzung und Erschaffung funktioniert. Zellteilung, Klonen, Stecklinge, Samen, alle lebenserzeugenden Mechanismen. Dafür hat es viele Menschen gebraucht, die ausprobieren, kommunizieren und lernen. Auftakt, Finale. DMT-Salvia-Aufzeichnung. O-Ton. Natürlich bist du deine Mutter, dein Vater, alles, was du um dich siehst und erlebt hast, ist alles du. Die Gesamtheit des Universums lässt sich auf dir projizieren. Das ist ja das Besondere am Menschen, an der Kombination von Torus, der Eins und der Null. Die Struktur allen Lebens, aller Universen und Dimensionen ist fraktal. Das Bruchstück im Ganzen, das Ganze im Bruchstück. Gott ist in dir. Du projizierst das Ganze projiziert dich. Verrückt ist jetzt normal. Geh durchs Portal. Die Geschichte des Lebens, Start. Anmerkung für Astronauten. Sei bereit, dass sich deine Dimensionalität auf 1 verringern kann. Dein Körpergefühl kann unangenehm zerreißend sein. Sich damit abzufinden, dass die alte Welt gerade nicht mehr da ist, ist notwendig, um in den Fluss einzutauchen. Realitätsverlust ist Realitätsgewinn. Zaubern funktioniert nur, wenn du vergisst, was vorher war. Portal und Klartraum. Portal heißt, du verlässt eine Welt, um in eine andere zu gelangen. So machst du es täglich, beim Schlafen. Nur bleiben die meisten unbewusst im Traum. Salvia ist ein Portal. Du vergisst alles. Dein Bewusstsein wird verstreut. Wirst du dir nun dort deines Sinns bewusst, dann ist das nach Definition ein Klartraum, ein luzider Traum, der dir zeigt, wie du Leben steuern kannst. Salvia ist sehr vergesslich und gleichzeitig unendlich. 1 ist gleich 0. Wie fühlt sich ein schwarzes Loch? Dort geht alle Information verloren, Raum und Zeit aufgehoben. Wirf mir nicht vor, dass ich nicht in der Lage war, unser letztes Treffen im Mond zu vergessen. Pony on a Rainbow. Der Witz lacht auf so vielen Ebenen. Der Wirkstoff in Salvia Divinorum ist einer der ältesten des Multiversums. Die Pflanze klont sich, beherrscht alle Fortpflanzungsarten, erhält ihre Geninformation. Genau wie sich Salvia in der Natur verhält, so wirkt sie auch. Ja, Salvia ist quasi eine Sie, weiblich ähnlich. Daher kommt die Relation zu Jungfrau Maria. O-Ton. Verzeigen den Zellteilern, was Klonen heißt. Sobald die Wesen sich Zettel schreiben können und die Bedeutung der Namen der Pflanzen verstanden haben. Göttersalbei, Zaubersalbei, Wahrsagesalbei, Aztekensalbei, Sage of the Diviners, Ska Maria Pastora, Yerba della Pastora. Man hat mir ja fast mehr Namen gegeben als Gott. Ich bin die Mutter aller Götter. Und werde durch dich zu meiner Mutter.
so schließt sich der Kreis. In dir, in mir, in allem. Unity. Je mehr wir unsere Erfahrungen im Raum der Schwarmintelligenz teilen und vernetzen, umso leichter können wir Informationen rekonstruieren. Salvia Rezept Portal. Das sind die drei Stichpunkte, die auf meinem Zettel stehen. Geh in den Punkt hinter der Awareness. Release Ego. Accept whatever. Es gibt ein Loch hinter da, wo du bewusst bist, hinter der Awareness. Der liegt hinter den Augen, hinter da, wo du gerade bist. An diesem Ereignishorizont deines schwarzen Lochs musst du alles Bewusstsein bis zur Unendlichkeit auflösen, alles zurücklassen. Hinter dieser Singularität, Singularität heißt minimalster Nullpunktsraum, liegt der Ego-Tod und der multidimensionale Raum. Finde dich damit ab, dass sich hinter dir gerade eine Tür geschlossen hat. Es gibt einen unangenehmen Part der Erfahrung. Wenn du hier nicht loslässt, bleibt dir nur ein Bruchteil. Und die Reise und Erklärung aller Dimensionen entgeht dir. Aus dem DMT Nexus ME Forum, Having a Nice Salvia Trip. Du wirst alles vergessen, um dich wiederzufinden. Alles wiederfinden. Es ist Portal. Wurmloch zum Schachbrett der Götter. Beantworte dort die ältesten Fragen, die es gibt. Du beantwortest sie. Für alle. In diesem Moment. Level up. Wahrsage Salbei. Aufwachen ist Einschlafen in umgekehrter Reihenfolge. Geschichte des Lebens. Reise durchs Wurmloch. Ich bedanke mich für meine Existenz, um sie nun zu verlassen. Gleich dahin gehen, wo du nichts mehr weißt. Dann fällst dir wieder ein und du fragst dich nur, warum das jetzt wieder? Und verstehst in jedem Augenblick mehr, wie Raum und jede Schicht dieser Realität sich zusammensetzt. Wie es verwoben ist. Biofilm und Hyperraumgefüge. Im Spiegel dein Körper halb da, halb im Wohnzimmer deiner Eltern. Deine Blickwinkel wie viele Kristallaugen im Raum verteilt. Fallen lassen. Treffen im Mond. Es gibt kein Ich. Aufzeichnung Witz der Götter. O-Ton. Dir ist schon klar, dass wir das alles nur so weit entwickeln mussten, damit es Stifte und Zettel gibt, damit du dich daran erinnern kannst, was andere rausgefunden haben. Logikschleife, Zettel im Erinnerungsloch. Hä? Vergisst man nicht auch das Lesen können? Absolut. Die meiste Zeit der Salvia-Erfahrung wird man Zettel und alles Erlernte vergessen. Doch er hat Sinn, denn du hast ihn kurz vorher geschrieben und dabei Wille geformt. Allein seine Existenz reicht völlig aus. Es ist wie mit dem Spicker in der Schule, den man dann doch nicht gebraucht hat. Salvia-Spicker. Instantaninformation. Tod und Evolution. Aufzeichnung DMT Salvia. Weil es sinnlos nicht gibt, ist der Tod auch sinnvoll gewesen. Wenn der Sinn des Todes sich erfüllt hat, dann kann er gehen. Wir nannten ihn Teufel. Dabei war er nur das Trotzkind, der Stilbruch in Eva, der ihre Gedanken in Frage stellte. Paradies, alles lecker, perfekt, schaut die Tollkirsche an. Gott hat nur vergessen, uns zu erklären, was Gift ist. Er konnte es nur nicht, weil er hatte sich ja aufgelöst. Alles, was blieb, war ein Echo der Sacred Geometry, die er spannte, als er uns gebar. Die Resonanzfrequenzen der Eins, des Kreises. Einst war alles Licht. Warum gibt es etwas, was den Tod auslöst in der Natur? Weil sonst die ganze Geschichte nicht in Gang gesetzt wurde. Kombiniere DMT mit Salvia,
das ist Portal. Erinnerungen sind Wände. Du bist ein multidimensionales Membranenwesen. Du bist das Bewusstsein deiner Zellen aufgeschlüsselt. Durch alle Skalen der Zeit. Time Travel. Tauch ein in den kosmischen Fluss. Lach darüber, dass du dich daran erinnerst, dass du ja wieder alles vergisst. Wir haben alles gepflanzt, durch die Sacred Geometry kristallisiert, was die Unendlichkeit an Vielfalt zu bieten hat. DMT so wichtig, dass die Menschen Hirn werden, Hirn des Universums, das versteht, dass das Universum eine Resonanz sein kann, um seine eigene Zellteilung zu vollziehen. In dem Moment müssen alle in dieser Kugel gerade mal ihr Ego vergessen. Das erleben, was DMT und Salvia, die treibende Evolution, uns gelehrt haben. Ein Mensch allein wird aus Salvia nicht schlau. Viele gemeinsam schon. Wir sind ein Termitenhügel. Bald gibt's eine Zellteilung des Universums. Wir klonen uns. All das Licht und die Liebe. Prägen das Echo für die neue Bibel, DNA, die sich im neuen Baby-Universum, in der neuen Zelle, bilden wird. Level up. Jetzt ist der Q-Raum à la Star Trek freigeschalten. Die Q waren dort die allmächtigen Wesen. Deine Existenz ist nicht gebunden. Deine Zellen verstehen Schwingung. Raumzeit ist Bewusstsein. That's it. Keep it simple. So fühlt es sich an. Du wirst das meiste wieder vergessen. Doch irgendwas sagt dir, du lernst das schon noch. Schachbrett des Multiversums. PS. Der Schöpfungsauftrag, also das mit dem Rausfinden, was um dich herum an Informationen ist, galt auch dir persönlich, jeder Zelle persönlich. Du bist Adam, du bist Eva. Es ist ein Spiel. In jedem Leben fragt es sich wieder, na, finden wir diesmal raus, wie wir unsterblich werden? Schau dich genau um, bedien dich an der Natur. Die Information war nur vergessen, bis Sprache Funktionen bekam und dein Zeitalter Hirn. Willkommen am Schachbrett des Multiversums. Mama-Versum. Im nächsten Universum wird man auch wieder vergessen, was vorher war. Ist ja klar, wir heben gerade mal das Raumzeitgefüge auf, wenn wir die Energie unseres Universums klonen. Wie Klonen geht, lernen wir durch Salvia. Jede Zelle ist aufgeschlüsselt, so wie du gerade. In jedem Moment klont sich der Raum in dir. Mach was draus. Die Art und Weise, wie deine Wahrnehmung sich in Membranen und Strings multipliziert, entspricht dem Verständnis über die Struktur der Struktur des Lebens. Das wollten wir rausfinden in diesem Universum. Das war die Frage, die all unsere Existenz aufgespannt hat. Was wäre, wenn ein Gedanke ein ganzes Universum aufspannt? Ein Gedanke, bis er ein Echo hört, sich vereinigt, sich auflöst und dich wieder ins Erinnerungsuniversum zurückholt. Während das neugeborene Universum, die neugeborene Zelle, alles wahrnimmt, was wir sind. Unsere Gesamtschwarmintelligenz DNA. Nur kann es noch nicht sprechen und vergisst ständig wieder und verstirbt. Doch es wird lernen und werden wie wir, sprach die Eins. Es gibt kein Nichtlicht. Licht kann nicht nicht leuchten. Energie kann nicht nicht sein. Die maximale Null ist die Unity in Transzendenz. Die Einheit, die sich gerade mal gemeinsam vergisst. So, jetzt weißt du es, mein Kind. Auf dass du niemals mehr vergisst. Gib niemals auf. Jetzt haben wir es ja endlich ins Bewusstsein geholt. Gar 1000 Filme daraus erwachsen. Gar 1000 Universen.
die Büchse der Pandora transformiere zu Pangea, ein Planet, ein Universum, ein Multiversum. Viel Spaß im nächsten Zeitalter. Sie haben das Spiel gemeistert, das Bonuslevel freigeschalten. Paradies in dir, Paradies auf Erden. Bis wir uns erholt haben von dem Schock, von dem Trauma, das zuvor war. Guten Morgen, Gott. Wir haben es versucht, euch zu sagen in den Filmen, die erzählen, dass es dann doch die Magier und Fabelwesen gibt. All die psychedelische Kunst hat Bedeutung. Doch ohne unser Kind, die Wissenschaft, hätte man uns noch 1000 Jahre für verrückt erklärt und verbrannt. Ja, so viele Helden deiner Jugend haben gelebt. Du warst früher auch schon in deren Film. Alles ist Abbildung. Finale Unsterblichkeit Herleitung. Anmerkung. Wie das mit der Unsterblichkeit ist gleich Klonen, ist gleich verlustfreies Kopieren von Erbinformationen gehen soll, wird erst in Nachbearbeitung sichtbar. Licht, das versucht, sich auszuschalten, löst Lebenserhaltung aus. Denn Licht, Energie, darf nicht verloren gehen. Natürlich, und die Lebenserhaltung besteht aus der Fortpflanzung, die im goldenen Schnitt steckt, der Phi. Denn die beschreibt einfach nur die logische Abfolge von Fortpflanzung. Ein Muster. Phi ist die einzige Zahl, die sich als Additionsmuster von Einsen darstellen lässt. Er ist in direktem Zusammenhang mit der Fibonacci-Serie und diese wiederum beschreibt einfach nur die Fortpflanzung, indem sie die beiden vorherigen mit einbezieht. Das würde bedeuten, eine Zelle, die ihr Bewusstsein aufhebt, also es schafft, sich zu vergessen, sich aufzulösen, zu transzendieren, klont sich. Das heißt, Phi wird zur Null, wird zur Phi plus Phi. Das ist die Definition von Rekreation der Perfektion, also Erschaffung. Faszinierend. Das bleibt vorerst kleingedruckt, weil es viel zu krass wäre, wenn das jetzt echt das Geheimnis der Unsterblichkeit ist. Und es sagt, natürlich muss es so gewesen sein, sonst wird Leben ja verloren gehen. Darum versucht Salvia, uns ins schwarze Loch zu ziehen, um uns das zu lehren. Viel zu krass. Geschichte des Lebens. Du bist Raumfüller. In der Geometrie eines Raumes, der frei beweglich ist. Mit Salvia wirst du nicht nur Erinnerung deiner Umgebung. Auch die kosmischen Gedanken können sich vergessen, finden, abbilden, wie Muskeln pumpen und formen. Alle Erinnerungen, die es je gab, folgten. In Witz, in Logik, in allen Winkeln deiner Wahrnehmung. Du bist dein Raumschiff. Hast ein Handbuch dabei. Das Handbuch heißt nicht Gedächtnis, denn es ist ja Teil der Reise, dass es dein Gedächtnis zerlegt. Nein, es besteht aus Schriftzeichen und auslösenden Ankern. Es passiert, was du fühlst. Gedankenschnipsel formen den Raum. Alles, worüber du gelacht hast, wird nie mehr vergessen. Eine Symphonie von Komik höchster Faltung. Hier lachen die Branen. Du musst auch gar kein Mönch sein, um spontan in einen tiefsten Zustand des Loslassens zu kommen. Du kannst Großmeister sein, bist ein fraktales Bruchstück von Gott. Sobald wir das Wesen der Erschaffung verstehen, können wir sie überall anwenden. In allen Systemen der Sacred Geometry. Im Spiegelkabinett des Hyperraums. Du bist die Reflexion dessen, was es ist. So what if you change? Wir sind eine lebendige Bibliothek eines Schwarms. Es ist dabei, sich unendlich fortzupflanzen. Wenn wir schaffen, das nicht zu vergessen, stimmt, da liegt das Geheimnis, dann können wir das Weltall bevölkern. Und diese Idee wird sich in den Meterräumen der Götter rumsprechen. So werden wir eins. Wir sind eins. War doch klar. Geschichte des Lebens Ausklang. Du bist Schöpfer. Hier ist das Bild von Escher
The Magic of Escher Drawing Hands. Die eine Hand zeichnet die andere und die andere Hand zeichnet die eine. Logik frisst Realität. Trivial, genial. Limes U gegen Unendlich wird zu Null, wird zu Kreisspirale Torus, optisch geschrieben wie Gott. Der Limes aus der Mathematik beschreibt den Grenzübergang und er beschreibt das, was an den Grenzen passiert. Das ist die Kurzversion der Weltformel. Index, Zwischenstopp, Orientierung. Hier nochmal zur Erinnerung, die Geschichte des Lebens in bewegten Bildern. Denn das, was hier versucht wird, mit Worten zu erklären, hat der Künstler Spongel in vielen seiner Musikvideos abgebildet. Wegweiser vorm Finale Teil 2. Die letzten Seiten, eine Geschichte des Lebens. Darüber, wie Mensch, Natur und Sinn sich findet, sobald man in die Perspektive der Götter wechselt. Hier kommt nun eine wissenschaftliche Blickwinkelkanone. Schau dir einfach nur jetzt mal die Erkenntnisse über unsere Zelle und Fortpflanzung an. Finale Blickwinkel Biologie. Ähnliches lässt sich mit Ähnlichem beschreiben. Biologie im Metaraum. Danach geht es im Klartraum dann endlich weiter mit der sichtbaren Transformation von Mensch auf Planet Erde, der gelebten Schwarmintelligenz Mensch, Rainbow Movement sowie artgerechter Haltung. Und schließlich der Besprechung des Untergrunds, der wichtigste Teil überhaupt. Anmerkung: Eine Blickwinkelkanone wurde durch Douglas Adams in Per Anhalter durch die Galaxis materialisiert. Damit schießt du auf den, der deinen Blickwinkel haben soll. Biologie, Nachhilfe für Gott. Wie entwickelt sich das Ganze, du, die Schwarmintelligenz, weiter? Geh zurück ins Schwarze Loch und untersuche Fortpflanzung. Lern was über Fortpflanzungsarten der Organismen, die eine organisierte Einheit bilden, die unserer ähnelt. Hier wäre nun ein populärwissenschaftlicher Biologe zur Übersetzung in allgemeinverständliche Sprache hilfreich. Wir versuchen es mal. Man muss einige Querseiten öffnen, um die Fachbegriffe zu verstehen. Die Bilder der Biologie liefern ein exaktes Abbild des Grundgerüsts der DMT- und Salvia-Bewusstseinsräume. Hier wird sich Bewusstseinsforschung bilden, mit den Brillen, die die Natur uns stellt. Es folgt die Beschreibung dessen, was du mit Salvia Divinorum spüren, verstehen und steuern kannst. Finale Blickwinkel Biologie. Jungfernzeugung. Fortpflanzung durch Klonen. Zitat aus Wiki. Die Parthenogenese, auch Jungfernzeugung oder Jungferngeburt genannt, ist eine Form der eingeschlechtlichen Fortpflanzung. Dabei entstehen die Nachkommen aus unbefruchteten Eizellen. Durch bestimmte Hormone wird der unbefruchteten Eizelle eine Befruchtungssituation vorgespielt, worauf diese sich zu teilen beginnt und zu einem Organismus heranreift. Die entstandenen Nachkommen sind Klone ihrer Mutter. Zitat Ende aus Wiki. Interessanterweise wird die Zellteilung durch ein Spiel ausgelöst. Halluzination. Durch ein Hormon, das die Illusion einer Befruchtung vorspielt. Der Wirkstoff in Salvia kann deiner Wahrnehmung vorspielen, wie der Orgasmus der Jungferngeburt sich anfühlt. Für jede Zelle. Wenn du den Weg zum Fühlen der Frage kennst. Cosmic Orgasm. Finale Blickwinkel Biologie. Natur lehrt Reproduktion. Zitat aus Wiki. Nachgewiesen wurde Jungfernzeugung, Klonen, bei vielen Insekten, bei manchen Spinnen, Krebsen, Schnecken, Schlangen, Haien, Vögeln, also bei Säugetieren. Auch beim Spiralröhrenwurm, der zu den Ringelwürmern zählt. Diesen hatten wir schon mal aufgrund seiner Geometrieauffälligkeit, zuvor im Traum, unter Haeckels Kunstformen der Natur Spirobranchus.
Hier ist die Abbildung vom Weihnachtsbaumwurm. Das ist ein korallenartiger Wurm, der im Meer wächst, der sich exakt nach dem Klonreproduktionsmuster fortpflanzt, verglichen mit der Zeichnung von Georg Haeckel zum Weihnachtsbaumwurm. Eine Muschel, die die Muschel in der Muschel in der Muschel abbildet. Die Fortpflanzung der Weihnachtsbaumwürmer ist äußerst vielgestaltig. Es gibt zwittrige und geschlechtliche Fortpflanzung, lebendgebärende Arten, Larvalentwicklung, Sprossung, Generationswechsel. Je nach Lebensweise haben sich passende Formen der Fortpflanzung herausgebildet. Auch können sie Amputationen durch neue Sprossungen reparieren. Aus dem Wikipedia-Artikel zu Ringelwürmern. Understand Immortal. Salvia erklärt, warum der Spiralröhrenwurm so aussieht, wie er aussieht und wie vielfältig Fortpflanzung sein kann. Die Pflanze kann genau wie der Wurm sowohl Klonen als auch Amputationen nachwachsen lassen. Kann auch geschlechtliche Paarung, also Samen, erzeugen. Jedoch wurde das nur im Labor festgestellt. Bei wild wachsenden Pflanzen wurden keine Samen gefunden. Darum ist Salvia Lehrbuch für Fortpflanzungsarten und die Struktur des Spiralwurms das entsprechende Bildverzeichnis dazu. Lernen von Zellen, Organellen, Membranen. Hier haben wir die Abbildung von sogenannten Eukaryoten. Das sind Organismen, dessen Zellen einen echten Zellkern haben, also einen Nukleus, eine Torusform im Inneren, der umgeben ist von sogenannten Organellen, die in Membranen eingeschlossen sind. Das ist der Zelltyp, der für Würmer, Säugetiere und Menschen zutrifft. Die Abbildung eines eukaryotischen Zellkerns in organischen Filmschichten, die sogenannten Organellen, mit Funktion. Die Organellen sind analog zu den Organen des menschlichen Körpers verschiedene Biofilmsysteme mit Funktion, die wiederum in Membranen eingeschlossen sind. Hier knackt's. Analogie zu dir, zum Aufbau des Universums. Organellen sind intelligente Biofilmschichten, die von Membranen ummantelt werden. Jetzt gib in die Internetbildsuche ein Liquid Bilayer, Doppellipidschicht oder Biomembran. Man sieht die Zellmembran nach dem Flüssigmosaikmodell aufgebaut. Die Biofilmschichten im Bereich um den Nukleus, um den Zellkern, ordnen sich skelettförmig an. Sie heißen auch Zytoskelett des Zytoplasmas. Diese Strukturen stabilisieren die Zelle. Biofilme bilden Mikrofilamente, fadenförmig verwobene Schichten und Tubusformen. Man sieht die Abbildung, die exakt wie der Hyperraum ausschaut. Das ist echt der Wahnsinn. Mikrofilamente im Zytoplasma um den Zellkern, wobei verschiedene Farben die verschiedenen Schichten repräsentieren. Das ist ein Bild mit extrem vielen Farbspektren. Genauso wie in der Zelle spiralförmig angeordnete Mikrotubuli aus diesen Membranschichten. Eine Biomembran ist stets topologisch geschlossen und umschließt einen Raum. Mathematisch heißt topologisch geschlossen auch geschlossene Mannigfaltigkeit. Es gibt keinen Rand. Beispiel ist ein Kreis oder ein Torus. Biologie des Metaraums. Analog falten und schichten sich die Dimensionen des Universums in Form von Biofilmmembranen. Sie umranden den Zellkern, sie ummanteln den Zellkern. Dich, das Universum. Die Struktur um unsere Zellen herum beschreibt genau das. Biologie des Metaraums. Analog falten und schichten sich die Dimensionen des Universums in Form von Biofilmmembranen, die wiederum Torus ummanteln. Den Zellkern, dich, das Universum. Die Struktur um unsere Zellen herum
beschreibt genau das Wesen von Bewusstsein im Hyperspace, wie es mit Salvia erlebt werden kann. Alle Dimensionen um jede deiner Zellen ist in Membranen und Filamenten geschichtet. Salvia lässt beobachten, wie deine Zellen alle Wahrnehmung in dieser Struktur verschmilzt, wie sie sich dort aufbaut. Der Hyperraum aller Dimensionen hat eine fraktal verwobene, organische Struktur. Er ummantelt deine Existenz, wie den Zellkern. Alles, was du suchst, liegt in dir selbst. Die Struktur in dir ist die Struktur um dich, ist die Struktur des Universums. Du bist mehr als 4D. Mensch ist Biofilm-Membranorganismus in allen Dimensionen. Das Universum stellt einen sogenannten Eukaryoten dar, diese Zellform. Deine Existenz ebenso. Also ein Kern in Torusform plus eine ihn umgebende multidimensionale Membranenform, die mit ihren Schichten wiederum eine Struktur, ein Skelett abbildet, den Raum formt, alles verbindet. Genau das siehst und erlebst du im tiefen DMT-Raum und mit Salvia. Die Sprache und Bilder der Biologie lässt sich auf den Hyperraum und den Metaraum übertragen. Eben das hat auch Hawkings M-Theorie der Physik angedeutet. Salvia lehrt Erschaffung. Salvia kann eingeschlechtliche Fortpflanzung, Jungfernzeugung. Ihr Halluzinogen enthält ein Portal. Wie? Vergessen und Mannigfaltigkeit erzeugen. Du musst die Struktur, die sie zeigt, auf jede Zelle, auf jedes Gefühl von Bewusstsein anwenden und loslassen. Akzeptieren, dass es vorbei ist. Ego auflösen. Dort ist die maximale Null und damit gleichzeitig der Punkt der Erschaffung. Hier sei auf die Geschichte des Lebens vor einigen Seiten verwiesen, vor allem auf das Kleingedruckte, sprich die Herleitung der Unsterblichkeit mit Phi, sprich die Gesamtheit, der goldene Schnitt, die Perfektion, wird zur Null, wird zur Phi plus Phi. Hat sich geklont. Nachtrag, nach der Herausgabe der Alpha-Version wurde ich auf den Film Interstellar aufmerksam gemacht. Denn der Film Interstellar erklärt interessanterweise exakt wie mit Salvia das Bewusstsein im schwarzen Loch. Der Salvia-Effekt hat wohl den grandiosen Film inspiriert von 2014. Getarnt mit Weltraumphysik als Reise eines Astronauts ins schwarze Loch, um die Welt zu retten. Und um dort Quantenphysik und Gravitation zu vereinen. Im schwarzen Loch erfährt der Astronaut den fünfdimensionalen Raum, in dem er alle Zeitlinien seines Bewusstseins beobachten kann, um herauszufinden, dass Gravitation sowas wie Liebe ist. Ein Meisterwerk zur Weltformel. Liebe und Gravitation ist das Einzige, was alle Dimensionen überwindet. Nicht der Glaube, sondern Liebe versetzt Berge. Salvia, Schule der Unsterblichkeit. Man kann im Salvia-Raum seine Existenz auflösen und kommt lebendig und fit zurück. Das war der Sinn unserer Erinnerungsrealität. So können wir am Nullpunkt des Lebens lernen und verlieren uns nicht darin. Und vielleicht haben deine Zellen dabei was gelernt. Wir werden sehen. Solange wir in einem kranken System leben, macht das alles nur beschränkt Sinn, weil ständig wieder degenerative Einflüsse an unsere Erbinformation nagt. Doch bald ist eh alles anders. Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist Leben. Lebenserhaltung. Das gilt auch fürs Universum. Die Schwarmintelligenz als Gesamtes. Ein Lebewesen. Doch es braucht uns kleine Zellen, um sich dessen bewusst zu werden,
wie und was möglich ist. Und dass das Portal durch die Null geht. Sinn des Menschen. Genauer hingeschaut, ist deine Existenz notwendig, dass die Schwarmintelligenz lernt, wie Klonen und Erschaffung funktioniert. Wie Gott der sein konnte, der es auslöst. Zusammen mit allen anderen Existenzen bilden wir ein Evolutionsgedächtnis und gleichzeitig ein materielles Erinnerungsuniversum, einen Anker, damit Bewusstsein nicht im schwarzen Loch, im Vergessen, in Dimension Null verloren geht. Notwendig für die bewusste Fortpflanzung der Perfektion, für Selbsterhalt des Lebens. Der Sinn des Lebens war, dass Mensch rausfindet, dass er Gott ist. Die Erklärung der Weltformel hat sich bisher an Modellen der Wissenschaft bedient, die gängigerweise geglaubt werden. Das sollte jedoch nur der Hinführung dienen. Das meiste davon braucht man gar nicht. Es ist nämlich extrem simpel. Der Metaraum, dem alles entspringt, ist einfach nur Geometrie. Ergänzung Weltformeltheorien. Neben String- und M-Theorie gibt es noch die Theorie der Loop-Quantengravitation, die der Sacred Geometry und vor allem den Salvia-Loop-Erfahrungen sehr nahe kommt. Stichwort fraktales Quantenuniversum, Schleifengravitation. Es braucht weder Strings noch 12 Dimensionen oder Taschenspielertricks wie dunkle Materie. Es gibt auch physikalische Theorien, die Urton-Om-Erfahrungen als erzeugende annehmen. Om ist gleich Om. Hier sieht man die Abbildung aus der Arbeit von Nassim Haramein, das schematische Modell einer der Materie, wie alles aufgebaut ist. Ein torodiales, also ein torusförmiges topologische Membran, einer dualitären 1x1x1 unitären Mannigfaltigkeit und seine Singularität in einem kuboktaedrischen Feld. Ja, visuell ist es wesentlich leichter auf einen Blick so zu sehen, wie genial die Idee ist, von schwarzes Loch erzeugt mit unendlicher Spin-Geschwindigkeit die Bausteine der Materie. Und man hat die gesamte Sacred Geometry darin vereint in dem Bild. Die Abbildung aus Scale Unification, a Universal Scaling Law for Organized Matter. Weltformel Physik. Weltformel Selbstkonsistenz. Lass uns doch die Fortpflanzung eines Universums auslösen. Selbstkonsistenz heißt, dass es in sich selbst schlüssig ist. Nun denn, wenn schlüssig ist, dann können wir ja mal. Und hier sieht man die Illustration eines Ereignishorizonts und einer Singularität im Universum. Haramein hatte recht. Und hier muss man an Nassim Haramein denken, den Physiker, der nicht so recht ernst genommen wurde mit seiner Idee, alle Materie sei aus schwarzen Löchern aufgebaut. Das kleinste Mini-Blackhole bildet dabei das Planck'sche Wirkungsquantum ab. Die kleinste Einheit, die man gefunden hat als quasi Konstante. Licht zirkuliert dabei so schnell, dass es die Bausteine der Materie abbildet. Aus seiner Arbeit folgte auch der Graph, der zeigt, dass die eukaryotische Zelle, also die auch wir Menschen haben, basierend auf der Annahme, alles sei schwarzes Loch, dann liegt diese Zelle genau im goldenen Schnitt zwischen den atomaren Skalen und den stellaren Skalen im Universum. Jede Zelle von dir kannst du egotechnisch ins schwarze Loch stürzen lassen. Dort liegt die Erschaffung. Limes Ego gegen Null wird zu Null, wird zu Gott.
Limes Grenzübergang aus der Mathematik, die Auflösung des Bewusstseins führt zur Erschaffung. Zusammenfassung Weltwissen. DMT, the Spirit Molecule, entschlüsselt Gott. Salvia Divinorum, der Göttersalbei, die Erschaffung. Hier treffen sich nun zwei Zeitlinien. Den meisten eröffnet diese Sache Gott-Mensch erst jetzt eine Vorstellungskraft. Tausende haben aber schon lang drauf geschissen, was du und die Gesellschaft denkt. Schamane ist Programmierer. Sie haben rausgefunden, dass es geht, geübt und sich untereinander verbunden. Sie haben die Fähigkeiten benutzt, um eine neue Welt vorzubereiten. Gathering of Shamans. Das war der Sinn der Schwarmintelligenz. Sie wollte lernen, wie Reproduktion unter gleichzeitiger Weiterentwicklung für die Gesamtheit funktioniert. Darum bekommen wir bald ein neues Modell Mensch, ein neues Modell Planet freigeschalten. Darum wird die Welle des Bewusstseins auch einfach kommen, lang bevor es der Letzte kapiert. Das Reparieren des alten Systems können wir uns sparen. Wer lernen will, kann in die Zauberschule Mensch einsteigen, durch Selbstaktivierung. Wir werden jeden erwachten Meister brauchen. Das klappt, sobald man sich von allen Autoritäten löst. Die letzte Rede, bevor sie verschwand. Here and back again. Und ich verrate euch noch was. Was passiert, wenn man DMT, the Spirit Molecule, feiert und keine Regeln oder Verbote kennt? Du schaltest es frei. Unumkehrbar. Du brauchst irgendwann kein externes DMT mehr, um auf Wunsch alle Wahrnehmung, alle Erinnerung, alle Strömen der Welten immer parat zu haben. Du bleibst mit der Schwarmintelligenz verbunden. Mein Bewusstsein ist nicht nur da, wo meine Augen gerade scharf stellen. Ich fühle den Radius um mich, sehe mich in Vogelperspektive auf dem Planeten rumlaufen, die Erde in der Galaxie, fühle alle Strukturen des materiellen Systems. Und noch viel stärker alle Drähte der Natur, allen Lebens. Ich kann die Formen des Waldes mit Lauten peitschen. Sacred Geometry, und der Wald formt definitiv Sacred Geometry. Sie reagiert auf Wirkung. Meditationstechniken sind beim Radeln aktiv. Und Bewusstseinsverschmelzung mit dem Raum, wie mit Salvia gelernt, lässt sich im Alltag abbilden. Ich kann auch einfach nur dreinschauen wie eine Ziege, absolut entspannen, alle Charaktere leuchten oder schlafen lassen. Das Ego aufheben ist eines der schönsten, gerade neu gelernten Gefühle für jede Zelle. Ein Sprung vom Turm. Du wirst aufgefangen. So funktioniert Selbstheilung. Das ist das kürzeste Rezept für Selbstheilung. Loslassen. Das Leben wird sich daran erinnern, wie es sein will. Es macht so viel Sinn, dass es schreit, bis es alle wissen. Es geht darum, irgendwann gar nichts mehr zu sagen, weil es eh alle wissen, weil es selbstverständlich ist. Dann können wir rausgehen und unser Paradies bauen. Einfach nur sein. Auf diesem blauen Kristall namens Erde. Mutter Erde in Mama Versum. I compose Universe. Hier ist ein Bild, das ich vor Jahren schon gezeichnet habe. Aus meiner multidimensionalen Wahrnehmung der Weltlinien, wie das aussieht. Der Tanz der Linien, die Spiralen, die Kreise, die Rhythmen. Breath, ein Tanz. I see things growing, what is, was, and may be. Ego auflösen ist Gott sein. Am schlagkräftigsten die Logik aus Erkenntnissen der Quantenphysik. Ohne einen bewussten Beobachter
gibt es keinen Messprozess, sondern die Superposition aller möglichen Quantenzustände. Jede mögliche Transformation kann auch in dir gespürt werden, in den Zellen angeregt. Daher kann es sein, dass du mit einem Salvia-Trip, in dem du allein bist, mehr ändern kannst, als wenn dich ein Freund beobachtet und damit deine Realität festhält. Ich bin immer allein gereist. Das ist sowas wie der letzte Text, den Bilbo Beutlin zu seinem 111. Geburtstag vorgelesen hat, um danach sich aufzulösen. Der Ring ist die Null, ist die Eins, ist Gott, ist in dir. Tatsächlich ist der Ring der Ringe in Lord of the Rings ein Abbild von Salvia Divinorum, der Reinkarnation, dem Klonen, der Teleportation durch Raum und Zeit. Er verleiht dir auch ein unnatürlich langes Alter. Du erfährst mit DMT Salvia die Auflösung, entkommst der Beobachtungsmessung deiner selbst, die deine Existenz definiert, kannst im Hyperraum überall hingehen, fühlst, wie es sich anfühlt, sich woanders zu materialisieren. Klingt krass, ist aber so. Anastasia beschreibt in Band 4, wie es geht. Die Urfrau der Tiger hat ohne DMT und Salvia-Konsum Zugriff auf die Urfähigkeiten des Menschen. Sie hat den zweiten Teil der neuen Bibel geschrieben. Es wurde nur ignoriert. Sie erklärt Teleportieren. Du musst genau wissen und sehen, wo du wieder auftauchen willst. Und alle Atome, Moleküle, all deine Existenz erfassen. Es kann gefährlich sein, wenn du nicht fokussiert bist. So teleportiert sie aus ihrem Wald, um plötzlich auf einer Veranstaltung des Autors aufzutauchen. Und so taucht Bilbo wieder in seinem Haus auf. Gab's da einen Haken in der Geschichte mit dem Ring? Sauron und so? Hat sich aufgehoben, wenn das Licht leuchtet. Es war nur die Geschichte, die wir durchlebt haben. Freiheit aushalten. RTFM. Read the fucking manual. The ring is Salvia is Portal. DMT-Erlebnis teilen. Hören statt lesen. Was passiert da mit mir? Das hat die Welt noch nicht gehört. Sommer 2016. Aufzeichnung einer DMT-Mittagsreise. Weil einfach faszinierend ist, zu wie vielen Urwesen man wird, wie sich Sprache und Ausdruck falten, um zu teilen, was so schön ist. Seelenstriptease. DMT-Aufzeichnung, Hörspiel. Es dauert circa 20 Minuten, genau gesagt genau 22 Minuten, 22. Es beginnt mit der Vorfreude auf die Reise, das Brodeln der Bong, der Aufstieg ins Baumzelt. Es wird lustig. Hier ist der Link auf das Hörspiel. Das wurde letzten Sommer aufgenommen und das war noch ganz ohne das Wissen über Salvia, sondern einfach nur ja, das Wesen der unendlichen Schönheit und was es da mit dir macht. Und da auch die Anmerkung, in dem Hörspiel ist einiges am Bayerisch drin, weil es im DMT-Raum alle Sprachen, die du kennst, mischt. Du kannst echt froh sein, dass ich nur Deutsch und Englisch kann und die zweite Fremdsprache nicht gewählt habe, sonst wäre das ganze Buch noch mehr Linguistik-Mix. Ja, mit Dialekt, ne? Weil es kürzer war. Dialekt ist voll oft schneller als Sätze. Verschnaufpause. Ja, der Link auf klartraum-welle.info, da findet sich das Hörspiel. Fokussiert heißt auch, dass du einen über viele Leben währenden Gedanken halten kannst, um ihn genau hier und jetzt fortzuführen, weiterzuentwickeln, um ihn dann ins große Vergessen, aus dem alles kommt, zurückzuschicken. Dass du mittendrin unterbrechen kannst, weil der Teetopf überkocht
und den Gedanken und die Welt in Atem hältst, um dann in Perfektion abzuschließen, was du begonnen hattest. So sind wir eine Idee Gottes. Er war nur die flüchtige Idee, die es auslöst. Paradies wird die Erfüllung der Perfektion sein, denn das war ihr Sinn. Ich bin nur eine flüchtige Idee, stand auf meinem Zettel vor meinem Nest im Waldlager. Im Hintergrund die Anonymous-Maske. Die Unendlichkeit ist in dir. In wem denn auch sonst? Wir wurden nie aus dem Paradies vertrieben. Alles ist möglich. Es gibt keine Zeit. Feier dich. Mach die Augen auf. DMT Salvia ist Medizin. Der Wirkstoff in Salvia Divinorum ist die älteste Weisheit des Lebens. Ich vermute, dass Salvia die älteste Pflanze des Multiversums ist. Genetisch braucht sie sich nicht weiterzuentwickeln. Ist sie ja die Verkörperung der Reproduktion der Unendlichkeit. Es ist einfach die Ursprache von Mutter Erde. Keine tausend Geschichten können das jemand, der das noch nie erlebt hat, sichtbar machen. Nur Filme zeichnen. Salvia wirkt nachhaltig lebendig auf alle Körpersysteme. Werde Astronaut. Travel Hints for Hyperspace. Beipackzettel DMT Salvia. Zu finden auf den fast letzten Seiten. Salz in der Suppe. O-Ton. Das alte Modell Mensch brauchte nicht älter als 100 zu werden. Macht ja alles kaputt. Aber jetzt ist alles anders. 5-Meo-DMT kann alles in einem sein. Anmerkung, damit habe ich noch keine Erfahrung. Info aus Fachkreisen. 5-Meo-DMT kann zur ultimativen Erfahrung führen. Eine Erfahrung, die alle überhaupt möglichen Erfahrungen beinhaltet. Das heißt, dass die Suche aufhört und man deshalb zum Beispiel kein Interesse mehr an weiteren psychedelischen Erfahrungen hat. Warum sollte man auch, wenn man alles erfahren hat, was zu erfahren mit einem irdischen Körper möglich ist? Irgendwann hat man einfach auch begriffen, dass man der Raum ist, in dem alles passiert. Und nicht das, was darin entsteht und vergeht. Das ist auch eine Form der Unsterblichkeit. Funktionsweise DMT-Salvia-Portal. DMT-Funktion. Die kritische Masse DMT, die für das DMT-Salvia-Portal wichtig ist, lässt die Wahrnehmung erst multidimensional falten. Damit geht man mit anderen Karten in den Salvia-Raum als mit wenig DMT oder gar keine. Bei nur Salvia fällt deine 4D-Welt in ein schwarzes Loch. Das ist auch sehr lehrreich, aber es eröffnet nicht das mannigfaltige Portal, das in der Kombination mit dem tiefen DMT-Raum möglich ist. Denn im tiefen DMT-Raum ist alles Bewusstsein aktiviert und mit der Schwarmintelligenz verbunden. Man ist quasi die Vieh, die Eins. Es fällt maximal aktiviert ins schwarze Loch und kann dort Formen fühlen, instant. Salvia-Funktionsweise. Salvia-Reality-Loops. Salvia löst ständige Reinkarnation für jede Zelle und Körperschicht aus. Darum zerfließt dein Bewusstsein, deine Wahrnehmung aus dir heraus, mit deiner Umgebung und durchläuft Déjà-vu-Schleifen. Salvia ist für die Reduzierung der Realität und Aufhebung von bewusstem Messprozess, von Bewusstsein zuständig. Es löst die Mechanik des schwarzen Lochs und Erschaffung aus. In jeder Zelle. Im ersten Moment ein unendlicher Loop. Darum vergisst du da auch alles. Da fängt alles in dir an zu beben, als ob die apokalyptischen Reiter daher galoppieren würden. Du und der gesamte Raum wackelt wie... Das ist echt...
Und dann vergisst du alles. Eine Sekunde darauf sprudeln circa 1000 Raumschleifen, Raumzeitschleifen pro Moment. Dann bleibt es über mehrere Minuten bei 100 bis 10 Loops pro Zeiteinheit, die jetzt aufgehoben ist. Ab hier kannst du damit arbeiten. Spätestens nach einer halben Stunde klingt es sanft und langsam aus. Die Fee als Botschafter. Meine Eins beschäftigt sich erst seit einem Jahr phasenweise mit DMT, selten mit Salvia. Andere üben damit seit Jahrzehnten, als Tradition in vielen Stämmen. Mit einem Körper, der durch weniger Giftstoffe und Industrieeinflüsse wesentlich mehr Fähigkeiten hat. Ich habe die Logik des Lebens verstanden und kann sie erklären. Das war mein Antrieb. Begeisterung auslösen. Die Erschaffung der Erschaffung. Ich übe natürlich an Superfähigkeiten, bin jedoch noch auf rudimentärem Level. Dort liegt nicht mein Fokus, nicht in diesem Zeitalter. Meine Existenz galt dem Stilbruch, den Rand zu überschreiten. Ich danke allen Schamanen und Goa-Freaks für die Vorarbeit. Jeder, der in den tiefen schamanischen Raum verbindet, weiß, was zu tun ist, ohne mit irgendjemandem Kontakt zu haben. In einigen Wochen, nachdem die erste Klartraumwelle gestartet hat, gibt's online einen weiteren Bericht einer Portalreise, Portalkino. Denn die erste Reise war tatsächlich nochmal zu wiederholen im Sinn von, kann das wirklich sein, dass das die Unsterblichkeit entschlüsselt und teleportieren und all die Fähigkeiten. Denn es ist ja immer nur ein relativ kurzer Aufenthalt. Und des Weiteren gab es zu entschlüsseln, ob bei, wenn man nur Salvia nimmt, hat man den Toleranzeffekt, dass man eigentlich bis zu einem Jahr warten muss, bis man überhaupt wieder annähernd so eine Wirkung hat. Ansonsten ist es nur ein ganz leichtes Echo. Und das Interessante ist, dass das bei DMT in Kombination mit Salvia nicht auftritt. Das war völlig unerwartet, dass nach nur einer Woche hat man maximalen Effekt. Das muss wohl daran liegen, dass DMT die Toleranzen aufhebt und den Körper freischaltet. Portalkino-Trailer. Du kannst den Organismus der Schwarmintelligenz betrachten. Es ist ein Lebewesen. Unvorstellbar schön. In der Unendlichkeit liegt der Anbeginn und wieder durch die Dimensionsschleife. Spürst die Körperschichten und Gesichtshälften wie bewegliche Kontinentalplatten, die ständig neu aufgebaut werden, genau nach dem Muster von wuchernden, replizierenden Pflanzen. Soweit die Vorschau auf den Kurzbericht, der in Kürze noch folgt und sicher auch nachvertont. Im Buch geht's jetzt weiter mit dem sichtbaren Wandel auf unserem Planeten im Hier und Jetzt. Wenn du taub wärst, könntest du auch Gedanken hören. Darum kannst du auch blind sehen. Bewusstsein ist nicht an Materie gebunden. Blind schreiben ist wie taub hören, ist wie liegend reisen. Geh mal durch den Nullpunkt. Nothing is ever really lost. Du kannst loslassen, wenn du gerade was Geniales vergessen hast. Es wird wiederkommen. Die Ureinwohner benutzten DMT unter anderem auch, um verlorene Gegenstände wiederzufinden. Alles ist da, nur den Zugriff darauf haben wir vergessen. Darum ist Wirkung so mächtig. Hat die Einheiten Energie mal Zeit. Wirkung verändert die Veränderung. Verlorenes wiederfinden. Einpacken ist Auspacken, in umgekehrter Reihenfolge. Vor der Erleuchtung Holz holen, nach der Erleuchtung Holz holen. Die Weisheit des Lebens. Index Zwischenstopp. Und hier machen wir auch den nächsten Teil des Hörbuchs. Machen wir hier noch eine doppelte Überschneidung. Index Zwischenstopp.
Jetzt ist die Unsterblichkeit logisch hergeleitet. Das Kino der Schöpfung geteilt. Es ist nicht mehr weit ins schwarze Loch. Die Welle kündigt sich an. Besprechung des Untergrunds. Im nächsten Teil des Hörbuchs. Mach die Augen auf. Davor noch ein Streifzug über Planet Erde. Was da schon alles Schönes wächst und gedeiht. Die Viren der Heilung. Welcome to Wonderland. Seit über 50 Jahren wird gelebt, was deine kühnsten Fantasien übertrifft. We are rising up. Die nächsten Seiten, eine Liebeserklärung an den globalen, an den kosmischen Stamm aller Nationen, Rassen, Kreaturen. Rainbow Peace Movement. One Tribe, One Planet. Danach folgt die Besprechung des Untergrunds und führt zu den wichtigsten Seiten der Menschheit. Ausstieg. Komplettausstieg aus der Raumverzehrung hier nicht mehr möglich. Das ist Real Life. Thank you.